Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 14.32 Uhr, deshalb haben wir die Zeit erreicht, zu der wir Sie heute hier eingeladen haben, zu einem Fachgespräch Köln und die Folgen wehrhafter Rechtsstaat. Ich darf Sie alle ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Wir haben das Jahr begonnen mit einer Silvesternacht in Köln, die uns mit neuen Einsichten, neuen Geschehnissen konfrontiert hat. Und diese Geschehnisse haben Dinge erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, mit denen wir uns aktuell ohnehin beschäftigen und da wieder neue Aspekte hinzugefügt. Wir haben seit Köln eine verschärfte Wahrnehmung der Diskussion über die Reform des Vergewaltigungsrechts oder der Strafbarkeit von Vergewaltigung. Eine Diskussion, die aber, das möchte ich hier nochmal betonen, schon älter ist als die Geschehnisse der Silvesternacht. Wir haben neu die Fragen, ob wir für Sachverhalte wie Grabschen auch schon angemessen mit Strafsanktionen belegt haben oder ob wir da nachlegen müssen, ob wir diese Form der Begehung in einer Gruppe schon angemessen erfasst haben. Wir haben aber auch die Frage nochmal neu auf den Plan gestellt, ob es im Rechtsstaat an Vollzugsmöglichkeiten mangelt. Hat die Polizei angemessen reagieren können und hat sie das getan? Haben die Gerichte die Möglichkeit, hier angemessen zu reagieren? Neu ist auch der Aspekt der kulturellen Hintergründe. Die Frage, inwieweit spielen hier Migration, Integration auch eine Rolle? Zu diesem, denke ich, sehr spannenden Thema habe ich hier heute drei Experten, die das für uns beleuchten. Und ich darf beginnen mit Professor Dr. Jörg Eisele. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Computerstrafrecht in der Universität Tübingen. Er wird mit uns reden, vor allem über die Frage möglicher Strafbarkeitslücken. Herzlich willkommen, Professor Eisele. Wir würden dann überleiten zu Dr. Ralf Gadban. Er ist Islamwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Entstehung krimineller Clans und Parallelgesellschaften. Er hat 18-jährige Tätigkeit mit Flüchtlingen und Ausländern verbracht, darunter 10 Jahre Leiter der Beratungsstelle für Araber beim Diakonischen Werk in Berlin. Sie waren 15 Jahre Dozent an verschiedenen Hochschulen in Berlin, unter anderem an der Evangelischen Hochschule, hier Mitglied verschiedener Gremien und Foren, unter anderem Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt in Tegel hier und auch Mitglied bei der ersten Islamkonferenz. Sie werden heute sprechen unter der Überschrift »Wie ist die Lage auf der Straße? Verhaltensmuster gegenüber Polizisten und anderen Einsatzkräften in sozialen Brennpunkten«. Das ist Ihr Spezialthema heute. Und dann haben wir als letzte Expertin dann Frau Professor Dr. Susanne Schröter. Sie sind Professorin für Ethnologie, koloniale und postkoloniale Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dort Direktorin des Instituts für Ethnologie, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, welches Sie selber 2014 gegründet haben, und Ihr Forschungsschwerpunkt ist der islamische Feminismus, wenn es den denn gibt. Also Konstruktionen von Gender und Sexualität, progressiver Islam, Flüchtlinge und Integration sowie politische, religiöse und ethnische Konflikte. Sie werden heute zu uns sprechen zu der Frage, das Frauenbild im Islam, Erklärung oder Rechtfertigungsversuch für sexuelle Übergriffe. Zum Ablauf, wir werden von jedem Referenten ein Eingangsstatement hören von 5 Minuten. Herr Strobel, der jetzt noch nicht da ist, stellvertretender Vorsitzender, wird dann das Schlusswort sprechen. Leider haben wir, es ist halt Parlament live, zwischendurch voraussichtlich eine namentliche Abstimmung. Möglicherweise, wenn es schon gegen Ende unseres Fachgesprächs hier ist,
werden wir dann noch nicht mehr zusammenkommen. Sonst werden wir danach eben weiter fortsetzen. Das kann man jetzt noch nicht genau planen. Aber auch das ist für uns Anlass, dass ich mich jetzt kurz fasse und das Wort gebe an Professor Eisele zu Ihrem Statement. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Ich darf mich ganz herzlich für die freundliche Einladung bedanken und möchte zu der Frage sprechen, bestehen Lücken im Strafrecht? Muss das Strafrecht nach den Übergriffen in Köln möglicherweise geändert werden? So, eigentlich sollte die Präsentation weitergehen. Also ich mache schon mal weiter. Nach der geltenden Rechtslage ist es so, dass bei sexuellen Übergriffen gewisse Lücken bestehen. Zum einen werden überraschende Angriffe mangels Nötigung, also weil es an Gewalt oder Drohung fehlt, nicht erfasst. Zum anderen können sexuelle Belästigung, die eine gewisse Erheblichkeit nicht überschreiten, ebenfalls bislang nicht bestraft werden. Zu den überraschenden Angriffen, die bisher straflos sind, ist es so, dass der Referentenentwurf vorsieht zu § 179, dass zahlreiche der bestehenden Lücken geschlossen werden. Demnach soll auch strafbar sein, wer unter Ausnutzung einer Lage eine andere Person aufgrund der überraschenden Begehung der Tat und wenn die Person zum Widerstand unfähig ist, wer das ausnutzt, soll bestraft werden. Und zweitens, wenn eine andere Person im Fall des Widerstands ein empfindliches Übel befürchtet, also etwa bei Gegenwehr mit Gewalt der Angreifer rechnet. Durch diese zwei geplanten Änderungen, Erfassung überraschender Begehung und Empfinden eines empfindlichen Übels, würden viele Fälle tatsächlich erfasst. Dennoch bleiben gewisse Lücken bestehen, und zwar in den Fällen, in denen es um Belästigungen geht, die eine gewisse Erheblichkeit nicht überschreiten. Paragraf 184h des Strafgesetzbuchs sagt nämlich, sexuelle Handlungen sind nur solche, die von einiger Erheblichkeit sind. Die Rechtsprechung hierzu ist relativ uneinheitlich, und deshalb gibt es auch eine gewisse Unsicherheit. Nicht erfasst werden soll etwa ein einfacher Kuss auf die Wange, kurzes Anfassen im Brustbereich, während massive Berührungen erfasst werden sollen. Teilweise wird auf das Beleidigungsstrafrecht zurückgegriffen. Jetzt haben wir die Präsentation. Teilweise wird auf das Beleidigungsstrafrecht zurückgegriffen, allerdings nur in Ausnahmefällen, wenn zusätzlich zum Übergriff die Ehre der betroffenen Person herabgesetzt wird. Bei meiner Analyse der Rechtsprechung habe ich festgestellt, dass zum einen die Erheblichkeitsschwelle in den letzten 10 Jahren von der Rechtsprechung etwas abgesenkt wurde, also mehr Fälle als erheblich bezeichnet wurden. Zum anderen wurde auch vermehrt der Tatbestand der Beleidigung angewendet, weil nämlich, Sie sehen hier ein Zitat aus einer Entscheidung, bei einem solchen überraschenden Angriff die betroffene Person eben als Objekt benutzt wird und daher in der Menschenwürde auch berührt ist. Mein kurzes Zwischenfazit: Erhebliche Lücken können durch die vorgesehene Neuregelung geschlossen werden. Es bleiben gewisse Lücken, wenn die Belästigung nicht erheblich ist. Man könnte diese Lücken schon im geltenden Recht schließen, wenn man die entsprechenden Vorschriften großzügiger auslegt, das heißt eher zu einer gewissen Erheblichkeit kommt, was nach dem Mordlaut möglich wäre und nach meiner Ansicht in Fällen, in denen etwa in den Brustbereich zwischen die Beine gegriffen wird, das auch unproblematisch mit dem Wortlaut vereinbar wäre. Wenn man das nicht mit dem geltenden Recht bewältigen möchte, verbleiben zwei Möglichkeiten, eine Neuregelung im Sexualstrafrecht oder
ein Belästigungstatbestand im Zusammenhang mit den Beleidigungstatbeständen. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, je weiter man eine solche Vorschrift fasst, umso größer ist auch die Gefahr, dass vor allem im persönlichen Näheverhältnis übliche Handlungen in die Gefahr einer Strafbarkeit kommen, also etwa Umarmung unter Freunden und Ähnliches. Bevor ich dann zum Abschluss komme, ein Hinweis auf eine interessante Regelung in Österreich. Da gibt es nämlich einen entsprechenden Straftatbestand. Bestraft wird, wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung an ihr belästigt. Diese Vorschrift gibt es schon länger. Die Österreicher hatten hier gewisse Probleme, weil der Begriff geschlechtliche Handlung auch sehr eng von der Rechtsprechung ausgelegt wird. Deshalb hat man ganz aktuell zu Beginn dieses Jahres einen neuen Absatz 1a eingeführt. Ebenso ist zu bestrafen, wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle in ihrer Würde verletzt. Das ist eine Regelung, die beide Aspekte aufgreift, Sexualstrafrecht und auch das, was im Beleidigungsstrafrecht zum Ausdruck kommt. So. Abschließend, wenn man die Problematik nicht der Rechtsprechung überlassen möchte und darauf vertraut, dass die Rechtsprechung die Erheblichkeitsgrenze absetzt, neige ich dazu, einen Tatbestand der sexuellen Belästigung zu empfehlen. Ein solcher Tatbestand wäre auch nicht nur auf ein Gruppenverhalten, wie bei den Übergriffen in Köln beschränkt, sondern würde alle sexuellen Belästigungen erfassen. Die sexuelle Belästigung ist im Strafgesetzbuch, Beispiel Exhibitionismus oder andere Delikte, auch schon teilweise verankert. Es sollten nur körperliche Berührungen erfasst werden, also nicht etwa anzügliche Bemerkungen. Es sollte ein Sexualbezug erforderlich sein, damit einfache Umarmung und andere sozial adäquate Dinge nicht erfasst werden. Das Delikt sollte nur subsidiär, also nachrangig, gegenüber typischen Sexualdelikten wie Vergewaltigung zum Zug kommen. Und letztlich ein wichtiger Punkt, es sollte ein Antragsdelikt sein. Das Opfer sollte selbst entscheiden können, ob die Tat verfolgt wird, indem es einen entsprechenden Strafantrag stellt. Damit wäre ein Tatbestand relativ eng gefasst und würde sich auf die problematischen Fälle konzentrieren. Er würde wesentlich enger sein als die sexuelle Belästigung, die etwa im AGG erfasst ist. Bemerkungen sexuellen Inhalts und andere Dinge würden vom Beleidigungstatbestand nicht aber von dieser spezifischen Vorschrift erfasst. Damit wäre ich am Ende. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Professor Dr. Eisele. Ihnen wird jetzt schon Applaus gezollt für Ihre Vorschläge. Ja, wir sind dann gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Dr. Gadbahn. Ich gebe Ihnen das Wort. Also 10 Tage vor der Silvesternacht in Köln wollte ein Polizeistreifen ein Auto kontrollieren und plötzlich waren sie von ca. 80 jungen Männern umzingelt und bedrängt. Da mussten sie einen Hilferuf schicken und da ist ein Hundertschaft der Polizei interveniert, um sie zu retten. Natürlich hat das nicht so viel Erregung aufgeweckt, aber ich werde von dieser Gruppe insbesondere sprechen, diejenigen, die schon seit längerer Zeit hier sind und ihre Clanstrukturen aufgebaut haben und systematisch viele Ecken in Deutschland und Viertel in manchen Städten terrorisieren. Wenn man sich im öffentlichen Raum befindet, bekommt man wenig mit von der Problematik, die wir ansprechen. Ich werde versuchen, vom Standpunkt der Clans die Problematik zu behandeln, um zu zeigen, welche Rolle die Polizei spielt bzw. nicht spielt. Erster Punkt, Wahrnehmung des öffentlichen Raumes. Zuerst kommt die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes. Das ist für die Clans kein Lebensraum, in dem sie arbeiten und ihre materiellen sowie kulturellen Bedürfnisse befriedigen. Sie sind auch nicht sozial und institutionell an ihn gebunden. Gemeint sind zum Beispiel lokale Aktivitäten, Vereine und Projekte, was halt im Kies üblich ist.
Daher gibt es für sie keinen Lebensraum, der zu verteidigen wäre. Der öffentliche Raum ist für die Clans ein Gebiet für ihre Raubzüge. Die Arbeitslosenquote liegt bei ihnen weit über 90%. Sie erhalten eine staatliche Unterstützung für den Unterhalt, die Miete und die Krankenkasse, die sie als Grundgehalt betrachten und versuchen durch illegale Arbeit, Diebstahl, Raub, Erpressung, Drogenhandel und Zuhälterei ihr Einkommen zu verbessern. Der öffentliche Raum ist für sie kein Lebensraum, sondern ein Feindesland, das für die Sicherung der Einkünfte kontrolliert werden muss. Das Mittel dafür ist die Gewaltanwendung unter der besonderen Form der Gruppengewalt. In unserer Gesellschaft, in der der Staat das Gewaltmonopol besitzt, stellt der Staat das einzige Hindernis für die Realisierung dieser Pläne dar. Das einzige, weil andere wie moralische Hindernisse, genannt Skrupel, nicht vorhanden sind. Die Staatsgewalt wird in die Institutionen der Polizei und der Justiz verkörpert. Die Clans versuchen, sie umzugehen oder sie zu neutralisieren. Zweiter Punkt, Clans und Staatsgewalt. Die Clans konkurrieren mit der Staatsgewalt um die Kontrolle des öffentlichen Raumes. Die Staatsgewalt erwartet wegen ihres Gewaltmonopols, dass die Bürger auf die Gewaltanwendung verzichten. Sie sollen pazifistisch bleiben und so werden sie auch erzogen. Selbst die Zivilcourage, die manche zeigen, soll friedlich bleiben und es wird abgeraten, den Helden zu spielen, weil es lebensgefährlich sein kann. Die Friedfertigkeit unter dem Schutz des Staates garantiert die individuelle Freiheit. Deshalb sind die Menschen auf keine Großfamilien, keine Konfessionen, keine Verbände oder Vereine angewiesen, um ihr Leben zu gestalten. Nach der Silvesternacht in Köln, als die Staatsgewalt versagte, bildeten sich vielerorts Bürgerwehren für die Selbstverteidigung und die Selbstjustiz. In den folgenden Tagen waren die Elektroschocker und ähnliche Geräte ausverkauft, eine Aufrüstung, die einem nachdenklich stimmt. Die Clans haben längst gemerkt, welche Vorteile ihre Clanstrukturen in einer individualisierten, pazifistischen Gesellschaft haben. Und sie haben im Laufe der Jahre gelernt, sie effektiv gegen die Bürger einzusetzen. Der ständig individuell auftretende Bürger ist den in Gruppen auftretenden Kriminellen ausgeliefert. Durch die Einschüchterung ihres Umfeldes verhindern die Clans sogar die Intervention der Polizei. Der Nachbar zum Beispiel traut sich nicht mehr, die Polizei anzurufen. Selbst wenn die Polizei interveniert, zum Beispiel beim Straßenverkehr, werden die Streifenpolizisten schnell von einer Horde junger Männer, die per Handys benachrichtigt wird, umzingelt und bedrängt und können ihre Arbeit nicht richtig verrichten. Die Polizisten werden dadurch nicht nur behindert, sondern auch eingeschüchtert. Und beim nächsten Mal werden sie sich gut überlegen, ob sie in ähnlichen Situationen ohne weiteres ihrer Arbeit nachgehen werden. Nicht nur Einschüchterung, sondern auch Überforderung behindert die Arbeit der Polizei. Angesichts des chronischen Personalmangels und der steigenden Zahl der Einsätze werden viele Ordnungswidrigkeiten nicht mehr verfolgt. Rempeleien auf dem Bürgersteig, Weg versperren, Notärzte behindern, Beschimpfungen nicht muslimischer Mädchen als Huren, Menschenansammlungen bei kleinsten Vorfällen, die schließlich eskalieren, selbst das Anspucken von Streifenwagen und Polizisten in Bedrängnis bringen, werden nicht mehr geahndet. Die verbreitete Missachtung der Rechtsordnung erzeugt ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit. Die zweite Institution der Staatsgewalt, die Justiz, erschwert oft die Arbeit der Polizei. Mit Entlassungen, Einstellungen und Bewährungsstrafen wirkt sie demotivierend und macht langwierige Bemühungen der Polizei zunichte. Bis in den 80er Jahren hat die Justiz das Strafmaß voll ausgenutzt und wollte damit bei den Ausländern ständig ein Exempel statuieren. Mit dem Einzug des Multikulturalismus in den 90ern zeigte sie aber immer mehr Verständnis für den kulturellen Hintergrund und die Urteile fielen immer milder aus. Dass diese Bevorteilung der Migranten eine Benachteiligung der Einheimischen, die ihre deutsche Kultur als mindernde Umstände nicht gültig machen können, darstellt, haben viele Juristen bis heute nicht richtig begriffen. Die Clans versuchen, die Polizei mit mehr oder weniger Erfolg zu neutralisieren.
Bei der Justiz dagegen ist es ihnen gelungen, sie umzugehen und ein Paralleljustiz aufzubauen. Sie blockieren einerseits den Verlauf der Justiz, indem sie die Verfahren in eine Sackgasse fahren. Durch Gewalt zwingen die Zeugen, ihre Aussagen zu verleugnen und Opfer ihrer Anzeige zurückzunehmen. Andererseits ernennen sie Schlichter, die ihre Konflikte nach ihrem tradierten Gewohnheitsrecht lösen, wobei die stärkere Partei immer im Vorteil ist. Eine weitere Schwächung der Justiz, diesmal im Jugendrecht, findet mit dem Ausschalten der Jugendämter statt. Die Familien lassen die Sozialarbeiter nicht rein, sie sprechen sich und kooperieren nicht mit den Jugendämtern, so dass die Erstellung einer sozialen Prognose, die für die Urteilsfindung der Jugendrichter von großer Bedeutung ist, unmöglich wird. Wenn es trotz alledem zu einem ordentlichen Gerichtsprozess kommt, sind die Clans wegen der angesammelten Reichtümer in der Lage, die besten Anwälte zu engagieren und kommen oft glimpflich davon. Die Clanbildung. Die Clanstrukturen bringen die Migranten aus der Heimat mit. Sie sind mehr oder weniger fest in Deutschland und wegen der Ausgrenzung wurden sie verfestigt und sind in der Regel stärker als in der Heimat. Der Hauptgrund für die Verfestigung ist die Hoffnung auf eine größere Beute in einer reichen und offenen Gesellschaft. Diese Perspektive hält den Clan zusammen und bestimmt die Gestaltung seiner Umwelt. Der Clan wird zu einer organisierten kriminellen Vereinigung. Das bedeutet nicht, dass alle Mitglieder kriminell werden, aber alle Mitglieder sind zum Schweigen verpflichtet. Ein wichtiges Element des Systems ist die Eheschließung. Die Heirat innerhalb der Gruppe ist entscheidend für den Zusammenhalt. Sie findet innerhalb des Clans statt, Ehe mit der Cousin, oder mit Personen aus einem anderen Clan, aber immer innerhalb der ethnischen Gruppe. So dient sie als Bündnis für die gegenseitige Machtsteigerung. Um den Zusammenhalt durch die Ehe zu stärken, wird mit Hilfe der Moscheen das islamische Personenstandrecht angewendet. Es wird in Deutschland nicht anerkannt und erlaubt unter anderem die Ehe mit Minderjährigen. Das religiöse Recht verfestigt die Kontrolle der Männer über die Frauen, oft auch mit Gewaltanwendung und stellt einen Bestandteil der Paralleljustiz dar. Zuletzt die Legitimation. Je stärker die Clanstrukturen, umso größer die Feindseligkeit gegen die Außenwelt. Für die Verachtung ihrer Umwelt reichen die Schwäche der deutschen Pazifisten und die Unzulänglichkeiten des Rechtsstaates allein nicht aus. Dafür ist eine ideologische Legitimation notwendig und die liefert eine islamische Organisation mit einem bizarren Islamverständnis, das man als unmenschlich und amoralisch bezeichnen kann. Deshalb verachten sie unsere Rechtsordnung und die westliche Zivilisation. Sie verachten die deutschen Männer als Schweine und die deutschen Frauen als Huren und finden damit den Anschluss an die islamistische Parallelgesellschaft. Ja, herzlichen Dank, Professor Dr. Gartmann. Das war eine sehr offene Analyse, die offengelegt hat, dass eigentlich Werte unserer Gesellschaft uns auch angreifbar machen und auch genau an den Punkten oder genau auf diese Punkte gezielt wird von Menschen, die sich in Clans, in Parallelgesellschaften und auch mit einer Paralleljustiz einrichten. Und das ist sicher ein Wunderpunkt, auf den wir noch eingehen müssen. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen dann zu Ihnen, Frau Professor Dr. Schröter. Ich würde auch Sie dann um Ihr Statement bitten. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde immer wieder gefragt, die Ereignisse in der Silvesternacht, haben die jetzt was mit Kultur zu tun oder mit Religion, mit dem Islam? Und in beiden Fällen würde ich sagen, ja, da gibt es kulturelle Komponenten, es gibt aber auch religiöse. Ich will vielleicht ganz kurz mal einsteigen mit der kulturellen Komponente. Das Phänomen, dass eine Gruppe junger Männer sich zusammentut, Frauen einkreist im öffentlichen Raum und sexuell belästigt bis hin zur Vergewaltigung. Das kennen wir aus arabischen Gesellschaften, insbesondere aus Ägypten.
im Rahmen des arabischen Frühlings ist es sehr bekannt geworden, dass junge Demonstrantinnen auf dem Tahrirplatz unter anderem attackiert worden sind, vergewaltigt, schwerst misshandelt worden sind. Dieses Phänomen gibt es aber auch in anderen arabischen Ländern und das Phänomen speist sich aus einer Doppelmoral in diesen Gesellschaften, die Männern Dinge erlaubt oder durchgehen lässt, die für Frauen undenkbar wären, nämlich die Auslebung ihrer Sexualität, die eigentlich nach kulturellen Gepflogenheiten nur innerhalb der Ehe erlaubt sein soll. Das heißt, vor und außerhalb der Ehe ist Sex eigentlich nicht erlaubt. Jetzt ist es aber so, dass viele junge Männer, vor allem in Nordafrika, sehr spät erst heiraten. Das liegt daran, dass sie in einer ökonomischen Misere sind. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein junger Mann, der keinen vernünftigen Job hat, seine Familie nicht ernähren kann, der hat es schwer, eine Frau zu finden. Das heißt, wir haben viele junge Männer, die sind Ende 20, sind nicht verheiratet, sind hochgradig frustriert, sexuell frustriert, aber auch ökonomisch frustriert und machen mit diesen Übergriffen auf Frauen in ihrem eigenen Land ihrer eigenen Frustration Luft und erleben in diesem Gefühl des Übergriffs auch Macht, Macht über Frauen, Macht über die Männer, die Frauen nicht schützen können. Und das ist psychologisch gesehen natürlich so eine Selbstaufwertung, zwar nur temporär, aber immerhin. In konservativen Kreisen dieser Gesellschaft wird das durchaus toleriert. Man ist der Meinung, dass Männer eben sexuell viriler sind als Frauen und dass sie eben dazu neigen und dann später, wenn sie erwachsen und verheiratet sind, würden sie sich schon zu braven Hausmännern entwickeln. Dazu kommt, dass in diesem konservativen Segment der Gesellschaften man davon ausgeht, dass Frauen diejenigen sind, die Männer reizen. Also ohne die Frauen wären die Männer ja gar nicht so. Und eine ehrbare Frau hat aus diesem Grunde erstens ihren Körper zu verschleiern und zu verhüllen, damit man nichts mehr sieht, was einen erregen kann. Und zum Zweiten, eigentlich hat sie zu Hause zu sein, nämlich bei ihrer Familie, entweder ihrer Herkunftsfamilie oder der Familie, in denen sie eingeheiratet hat. Das heißt, in dieser Logik sind Frauen, die auf öffentlichen Plätzen sind, ohnehin ehrlos. Und von daher kann man sie missbrauchen, weil sie ohnehin sich nicht so verhalten, wie sich eine brave muslimische Frau verhalten soll. Und jetzt sind wir sozusagen beim Thema des Islam. Es handelt sich um muslimisch geprägte Gesellschaften. Die Täter auch in Köln, in Hamburg und an anderen Orten waren Muslime mit ziemlicher Sicherheit. Und jetzt ist die Frage, was hat der Islam damit zu tun? Meine muslimischen Freunde sagen immer, gar nichts hat damit nichts zu tun. Wir haben im Koran keinen Vers, der sagt, gehe auf die Straße und belästige eine Frau. Und das stimmt auch. Ja. Aber es gibt sozusagen zwei Ebenen. Die erste Ebene, da würde ich sagen, ja, die Religion fordert nicht auf zu sexueller Gewalt und damit mit dem Islam kann man sicherlich solche Übergriffe nicht rechtfertigen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass islamisch fundiert, zumindest in einer konservativen Interpretation, ein Geschlechterbild ist, das genau wieder andockt an diese Doppelmoral. Vielleicht vorangestellt muss man sagen, den Islam gibt es nicht, sondern der Islam besteht im Kern aus einer Tradition, den islamischen Überlieferungen und dem Koran. Beides ist im höchsten Maße interpretationsbedürftig. Man kann wie jeden heiligen Text auch den Koran in unterschiedlicher Weise lesen und auslegen. Das geht von liberalen Interpretationen wie dem islamischen Feminismus, das heißt Frauen, die versuchen, aus dem Koran heraus Legitimation für ein Emanzipationskonzept herauszulesen, das gelingt ihnen auch oft ganz gut, bis hin zu ultrakonservativen Auslegungen, bis hin zur salafistischen Auslegung, in der Frauen absolut zweitrangig sind, dem Mann untergeordnet sind, nur eine Existenzberechtigung als Ehefrauen haben, das heißt als
diejenigen, die den Haushalt machen, den Mann versorgen und Kinder zur Welt bringen, stehen unter absoluter Autorität ihrer Ehemänner. All das lässt sich herauslesen, sowohl aus dem Koran als auch aus den Überlieferungen. Die Überlieferungen beziehen sich immer auf das Leben des Propheten Mohammed und seiner Gefährten plus der ersten nachfolgenden Generation. Das heißt insgesamt 3 Generationen der ersten Muslime, die als besonders rein, besonders vorbildhaft gelten. Jetzt muss man sich vorstellen, Mohammed hat gelebt im 7. Jahrhundert in Arabien. Das war eine Gesellschaft, die war ganz anders als die heutigen Gesellschaften sind. Das waren Kriegsgesellschaften, clanbasierte Gesellschaften, wie Herr Gadban schon gesagt hatte. Der Clan, die Familie ist alles, der Einzelne ist nichts. Mohammed hat Krieg geführt und in diesem Krieg ging es damals nach, nicht nur in Arabien, sondern auch in anderen Staaten, nicht gerade zimperlich zu. In diesem Krieg sind beispielsweise die Frauen und Mädchen der unterworfenen Klane und Stämme versklavt worden. Das, was der IS heute mit den Jesidinnen macht, hat eine gewisse ursprüngliche Grundlage auch in den ersten Kriegen der Muslime. Das war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, das haben andere auch gemacht, nicht nur die Muslime. Das Problem entsteht dann allerdings, wenn man sagt, alles, was die ersten Generationen der Muslime jemals gemacht haben, das ist ein Vorbild bis in die heutige Zeit. Dann wird es ein Problem. Und dieser Meinung sind einige konservative Muslime, beileibe nicht alle. Und da bitte ich auch darauf Wert zu legen immer, wenn wir von dem Islam oder von Muslimen sprechen, gibt es eine breite Palette von Auslegungen. Auslegungen, in denen die Frauen nicht gleichberechtigt sind, indem sie unter der Autorität der Männer sind, indem sie mit patriarchalischen Ehrkonzepten drangsaliert werden. Aber es gibt auch eine Auslegung des Islam, die ist emanzipativ, die ist demokratiekompatibel, die ist menschenrechtskompatibel. Und letztendlich kommt es in unserer Gesellschaft jetzt darauf an, welche Formen der Auslegung des Islam, der Interpretation des Islam gefördert werden. Wir haben alles. Ja, wir haben von den Salafisten bis zu den liberalen Muslimen das gesamte Spektrum. Und es wäre jetzt die Aufgabe der Politik, da tatsächlich Weichen zu stellen und, ich sag mal, die Richtigen zu fördern. Ups. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das waren nochmal ganz wichtige Ergänzungen zu den beiden anderen Statements, die nochmal so den Blick auf die religiöse Begründung, auf den gesamten kulturellen Kontext gerichtet haben und die uns sicherlich auch klar machen, dass das keine einfachen Lösungen sind, die die Politik da bieten kann. Ich schaue jetzt mal in die Runde, ob es schon Wortmeldungen dazu gibt. Ja, dann fangen wir doch auch gleich damit an. Würden Sie bitte immer kurz sagen, ein paar Worte zu sich, wer Sie sind und dann Ihre Frage stellen, sich möglichst kurz fassen, auch damit mehrere zu Wort kommen. Dankeschön. Mein Name ist Michael Leh, freier Journalist. Ich hätte 3 Fragen an Herrn Dr. Gadban. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sprachen Sie eigentlich vor allen Dingen von Berlin. Mich würde mal interessieren, nochmal, wenn Sie vielleicht etwas ungefähr die Zahlen sagen können, um wie viele Personen es ungefähr geht bei den Clans oder den kriminellen Angehörigen von Clans in Berlin und wie die Lage ist und ob es da Unterschiede gibt. Soviel ich weiß, gibt es Araber-Clans in Anführungszeichen, vor allen Dingen auch in Bremen und in NRW, zum Beispiel auch in Essen. Gibt es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Die nächste Frage, wenn man sich Berlin anschaut, und Sie haben das ja sehr klar und drastisch geschildert, hat man den Eindruck, hier bewegt sich nichts. Und hier wird auch nichts dagegen getan und hier wird sich auch nichts ändern. Das ist mein Eindruck. Könnte man aus Ihrer Sicht etwas ändern? Und wenn ja, was? Letzte Frage. Angesichts des großen Zuzugs jetzt von Arabern, insbesondere von jungen einzelreisenden arabischen Männern, was bedeutet das aus Ihrer Erfahrung und Einschätzung vermutlich für die Zukunft? Werden die sich an bestehende Clanstrukturen vielleicht andocken? Bilden die vielleicht eigene Clans? Mit was muss man da ungefähr rechnen? Vielen Dank. Gibt es noch mehr Fragen, die wir zunächst sammeln könnten?
Kollege Patrick Sensburg. Ja, ganz herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für die Ausführungen. Und ich finde es zuerst einmal sehr positiv, dass wir das Thema Paralleljustiz, Parallelgesellschaft überhaupt so den Fokus nehmen, weil gerade in den Sozialwissenschaften ist ja jahrelang das Thema negiert worden, als gäbe es das gar nicht. Es gibt unheimlich viel Literatur, auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo immer wieder beschrieben wird, dass es das so gar nicht gäbe und dass das nur herbeigeschrieben würde. Wir haben in der Fraktion vor einigen Jahren schon einen Kongress gemacht zum Thema Paralleljustiz und ich glaube, es ist gut, dass wir dieses Thema so differenziert, wie es auch ist, beleuchten. Auch die Vorgänge 2011 im Februar auf dem Tahrirplatz muss man ja sehr differenziert betrachten. Auch die Trupps, die vom Regime angeheuert worden sind, um auf einer Welle mitzufahren, um politische Aktivistinnen anzugreifen, muss man ja singulär sehen zu dem grundsätzlichen Phänomen, was wir haben. Und von daher würde mich interessieren, ist denn dieses Phänomen der Clanstruktur in der Differenziertheit. Wir finden Paralleljustiz zum Beispiel auch in ganz anderen Kreisen der Türsteher-Mafia Kölns, des Maghreb-Viertels in Düsseldorf, der Drogendealer hier in Berlin an verschiedenen Plätzen, die jedem Touristen in Zweifel bekannt sind. Da wird auch im Rahmen von Paralleljustiz intern Klarheit geschaffen, was teilweise immer wieder auch von Juristen mit Streitschlichtung verwechselt wird. Ganz klarer Unterschied. Können Sie aufzeigen, die Differenziertheit der unterschiedlichen Clanstrukturen oder geht sogar über Clanstrukturen hinaus der Kreise, die eine Parallelgesellschaft inzwischen bei uns herausgebildet haben? Vielen Dank. Dort hinten habe ich eine Frage gesehen, ja. 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 Vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine Frage von Kollegen Professor Dr. Heribert Hirte. Ich hätte für Antworten bist du jetzt nicht zuständig. Dann gucke ich nochmal, ob Fragen im Raum sind. Bitte. Soviel ich weiß, gibt es doch, ich glaube, 8 große islamische Universitäten. Wie stehen denn diese Universitäten zu diesem Thema, was in Deutschland überhaupt passiert? Ich sehe das in dem Zusammenhang, wie heute. Heute sind in den Nachrichten hier in Deutschland Zahlen veröffentlicht worden über Straftaten, die 2015 aufgeklärt wurden in Deutschland, also nicht die angezeigt wurden, sondern die aufgeklärt wurden. Das sind 208.000 Straftaten, die mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderer zurückzuführen sind. Davon 1668 sexuelle Übergriffe und davon wieder 560 oder 580 Vergewaltigungen. Das, was jetzt in diesem Statement, in diesem Gespräch ich herausgehört habe, ist, dass man eigentlich ziemlich hilflos dem gegenübersteht, weil das in Deutschland nicht strafbar ist, diese nordafrikanischen oder arabischen Straftäter Deutschland, die deutsche Rechtsprechung und Polizei auslachen, weil sie, wenn überhaupt aufgeschrieben werden, wieder freigelassen werden, nicht verfolgt werden und vor allen Dingen nicht bestraft werden. Die können also ein zweites, ein drittes, ein zehntes Mal klauen. Die Supermärkten, die dürfen sich melden, die werden mit finanziell abgegolten, damit ja nicht diese statistischen Zahlen noch höher springen. Also ich sehe immer noch nicht, wie soll denn das nun gelöst werden? Mein letzter Satz dazu, abgeschoben werden kann man sie nicht. Die kriegen zwar keinen Asylstatus, sondern die kriegen einen Duldungsstatus, weil die Länder sie nicht zurücknehmen. Also ein afrikanischer Diplomat hat ja wohl auch geäußert, dass das, was nach Deutschland kommt, zum großen Teil Abschaum ist, den wollen wir gar nicht zurückhaben. Ja, ja. Ende von meinem Statement. Richtig. Ja. So, das waren jetzt schon einige Fragen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in eine erste Antwortrunde einsteigen. Und ich bekomme hier gerade über meinen Melder, dass wir 9 Minuten namentliche Abstimmung haben. Dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, bitteschön. Ich würde sagen, jetzt in umgekehrter Reihenfolge, Frau Professor Schröder. Ihre Antwort, bitte.
Ja, die Frage nach den Beiräten für Lehrstühle. Ich halte nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sich herausgestellt hat in den vergangenen Jahren, dass gerade die Entwicklung eines liberalen, menschenrechtskonformen, demokratiekonformen Islam, wie er an den deutschen Universitäten im Moment entsteht, mit großem Erfolg und großem Engagement von den Hochschullehrern entsteht, dass der unter ständigem Druck dieser muslimischen Beiräte steht. Muslimische Beiräte, die gerade von der Politik aus einer gewissen Not heraus als privilegierte Ansprechpartner auserkoren worden sind, aber man muss wissen, dass die in der Regel versuchen, ihr Deutungsmonopol über den Islam zu behalten und dass sie absolut reformunfreudig sind. Ja, das liegt an der Geschichte dieser Organisation. Die haben ihren Heimatislam mitgebracht und für die Gemeinschaft, für die Moscheegemeinschaften ist das so was Vertrautes in der Fremde, und das kann man alles verstehen. Nur sind das genau die Leute, die versuchen, Reformen tatsächlich aktiv zu verhindern. In Münster haben wir das ganz klar gesehen. Da hat Professor Korchid, der mit mehreren Publikationen an die Öffentlichkeit gegangen ist und Gott und auch den Islam vor allem als mit dem Attribut barmherzig charakterisiert hat, das war den muslimischen Verbänden so sehr ein Dorn im Auge, dass sie ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, um den Professor als Heretiker, das heißt nicht echten Muslim, zu denunzieren, mit dem Ziel, dass er den Lehrstuhl verliert. Das ist nicht geglückt, weil die Politik sich eindeutig hinter ihn gestellt hat. Aber da muss man eben wissen, dass die Verbände durchaus andere Interessen haben und dass die nicht diejenigen sein werden, die tatsächlich voranschreiten bei der Entwicklung eines Islam, wie er zu unserer Gesellschaft gut passt. Von daher würde ich raten, sich nicht genau bei diesen Feldern nicht auf die Verbände zu stützen, sondern zu sagen, die Entwicklung der islamischen Theologie in Deutschland ist eine Staatsaufgabe und die kann nicht an die konservativen Verbände gebunden werden. Ansonsten finde ich, kann man natürlich mit denen zusammenarbeiten, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden, aber man muss auch klar die Grenzen erkennen. Es gibt genügend Intellektuelle, Theologen, Philosophen, Sozialaktivisten von unseren Muslimen in Deutschland, die man unterstützen kann. In der Islamkonferenz waren die am Anfang sehr viel stärker vertreten. Und ich denke, an diese Tradition sollte man wieder ansetzen. Das heißt, wirklich reformorientierte Persönlichkeiten stärker auch nochmal politisch als Ansprechpartner zu nutzen und nicht immer zu sagen, die Verbände, die haben so viel Masse hinter sich, die nehmen wir jetzt. Das halte ich für eine falsche Entwicklung. Jetzt zu Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz, weil Sie gesagt haben, viele Länder wollen ja die Leute gar nicht zurücknehmen, die hier straffällig geworden sind. Ich gehe noch weiter und sage, dass es mittlerweile Politik ist, einiger muslimisch geprägter Länder, tatsächlich die Leute, die bei Ihnen auffällig geworden sind, straffällig geworden sind, zu exportieren, aktiv zu exportieren, genau, den Pässe, Papiere in die Hand zu geben, damit sie weg sind. Ja? Und dann heißt es, Deutschland nimmt sie doch alle. Also ich glaube, da muss man auch noch mal gucken. Ich glaube, ich kann es ganz kurz machen, da die Fragen eigentlich mehr an die Kollegen gingen. Aber vielleicht ganz kurz zu Ihnen zur Strafverfolgung. Wir haben natürlich bei einfachen, in Anführungszeichen, Straftaten wie Diebstahl das Phänomen, dass auch insgesamt deutsche Straftäter bei Jugendlichen viel Nachsicht geübt wird und die Verfolgungsintensität nicht so hoch ist. Das ist der eine Punkt, also das ist kein spezifisches Problem. Und zum anderen, das hatte ich vorher noch nicht näher ausgearbeitet, muss man natürlich sehen, dass bei diesem Gruppenphänomen, bei der Strafverfolgung in Einzelfällen auch ein gewisses Beweisproblem verbleiben kann, weil man natürlich nachweisen muss, wer aus der Gruppe die entsprechende Belästigung begangen hat. Und das ist natürlich bei großen Ansammlungen auch nicht immer ganz einfach. Das ist also ein zweiter Faktor, der zu den Lücken, die es noch gibt, die aber weitgehend ja durch den Gesetzentwurf geschlossen werden, hinzukommt. Darf ich noch mal nachfragen, Herr Eiserle, Entschuldigung, haben Sie uns einen Hinweis, was wir tun könnten, gerade was die Straftaten aus der großen Masse heraus angeht?
Ja, also es wird ja diskutiert, ob man einen gesonderten Straftatbestand auch schaffen kann, der dieses Gruppenphänomen erfasst. Ich bin etwas skeptisch, ob man es wirklich schafft, einen Tatbestand so zu konstruieren, dass man einen Einzelnen bestrafen kann, der irgendwie in dieser großen Gruppe mitwirkt, aber ohne den Nachweis, dass er eine Tat begangen hat. Sobald er sich aktiv beteiligt, haben wir in der Regel ja Mittäterschaft oder Beihilfe. Wenn er aber nur dabei steht, dann hätte ich Schwierigkeiten, das als strafwürdiges Unrecht zu qualifizieren. Man könnte vielleicht daran denken, dass man gewisse Zusammenschlüsse penalisiert. Wir kennen das ja auch bei anderen Tatbeständen Richtung Landfriedensbruch, genau, und ähnliche Dinge. Ob man in diese Richtung geht, darüber könnte man nachdenken, müsste man im Einzelnen sorgfältig dann austarieren. Aber also Möglichkeiten gäbe es sicherlich, wobei ich die Strafwürdigkeit jetzt nicht nur auf das Gruppenphänomen reduzieren würde, sondern auch jeder Einzeltäter, der eine solche Handlung vornimmt, gehört bestraft. Und da, wo jetzt noch Lücken sind, sollten die auch jedenfalls bei Eingriffen in die Intimsphäre auch geschlossen werden. Ich meine Fragen beantworten, eine Frage an Sie. Die Polizei hat den Leuten einen Platzverweis erteilt. Und die haben sich daran nicht gehalten. Kann man sie nicht als Gruppe auch? Ist das nicht strafbar? Ja, was ist der Wert von einem Platzverweis? Das ist die einzige Waffe der Polizei. Ja, also ich bin ja Strafrechtler und der Platzverweis ist letztlich Verwaltungsrecht, öffentliches Recht. Und nicht jeder Verstoß gegen eine verwaltungsrechtliche Anordnung, die man einhält, wird penalisiert. Natürlich gibt es entsprechende Konstruktionen und könnte man das auch machen, wenn weiteres hinzukommt, Verstöße gegen verwaltungsrechtliche Anordnungen, das kennen wir im Umweltstrafrecht und in anderen Bereichen, aber das ist doch ein relativ enger Ausschnitt, der an den Platzverweis letztlich anknüpft. Das ist Sache letztlich der Polizei dann, die Anordnungen zu vollstrecken, weniger eine Sache des Strafrechts. Herzlichen Dank. Ja. Vielleicht würde ich doch vorschlagen, dass Sie noch zur Beantwortung Ihrer Fragen kommen, weil die doch auch sehr interessant waren. Also wie Sie sehen, unser Rechtsstaat ist ein bisschen hilflos diesem Phänomen gegenüber. Und die Politiker müssen sich überlegen, welche Gesetzeslagen geschaffen werden. Also, soweit ich weiß, wenn eine Gruppe sich trifft in der Öffentlichkeit und aus der Gruppe so ein mögliche potenzielle Gefahr, sie eine potenzielle Gefahr ausstrahlt, das ist schon eine Gefährdung und da darf der Staat intervenieren. Ich weiß nicht, also irgendwie muss man eine Lösung finden. Ich komme zu meinen Fragen hier. Das Phänomen der kleinen Strukturen ist hauptsächlich und ursprünglich ein Phänomen der Libanon-Flüchtlinge. Ich komme selber aus dem Libanon. Und ist nicht nur auf Berlin beschränkt, sondern weil sie als Flüchtlinge alle kamen durch die Verteilung, sind sie in verschiedenen Städten. Also in 5, 6 Städten und inzwischen sind sie auf dem Land in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Die gehen jetzt auf dem Land und haben ihr Raubzuggebiet erweitert. Also das kann man anhand der Straftaten, die von der Polizei registriert werden, feststellen, wo sie wo und so weiter. Es gibt besondere Arbeitsgruppen bei der Polizei, die dieses Phänomen untersuchen. Und diese Strukturen, da muss man nicht vergessen, dass diese Flüchtlinge aus dem Libanon, die waren im Libanon schon Flüchtlinge. Also die waren dort ausgegliedert. Und in meiner Tätigkeit in der Sozialarbeit bis 1992, also von 1976 bis 1992, habe ich diese Klientel hier in Deutschland kennengelernt. Als Libanese dort hatte ich mit denen überhaupt nichts zu tun. Die lebten in Ghettos und die waren aufeinander angewiesen und waren abgelehnt von der Gesellschaft. Da kommen sie nach Deutschland. Da gab es eine Chance Ende der 70er Jahre, dass sie sich integrieren. Aber mit der Verschärfung des Asylrechts, Arbeitsverbot und so weiter, wurde diese Chance einfach vergeudet. Und da waren sie wieder am Rande der Gesellschaft und haben sich also auf sich gestellt und haben ihre Clan-Strukturen gestärkt. Die sind in Deutschland stärker als in dem Libanon. Und dann kommt der zweite Aspekt hier mit unserem Strafrecht. Die haben entdeckt, welche Vorteile sie haben, wenn sie als Gruppe auftreten.
Also die Deutschen haben das erstmal erlebt mit den Kindern auf dem Spielplatz. Wenn ein Kind sich mit einem Kind streitet, dann plötzlich ist eine Sippe da. Und hier in Deutschland, wenn man überhaupt ein Kind hat, hat man ein Kind, im besten Fall zwei. Ja, also die, wenn man übertreibt, hat man zweieinhalb. Also Sie sehen, wie es aussieht. Also das ist ein riesiger Vorteil und das haben Sie gepflegt im Laufe der Zeit. Und das Schlimmste dabei ist es, dass andere Migrantengruppen, diese Gruppen als Beispiel nehmen, nehmen wir die Abu Shaker-Gruppe wegen Bushido, ist überall bekannt. Ja, also wenn ich das höre, dann lache ich mich zu Tode. Das ist kein richtiger Clan. Er hat sich hier konstruiert, das sind erstmal Palästinenser, konstruiert, weil es ein finanzielles Interesse um diesen Goldeier legende Person. Deshalb, also das sind die Konstruktionen, die sich in der Fremde entwickeln, die schon selbstständig sind und mit der Herkunft nicht mehr zu tun haben. Und jetzt für die Zukunft, die haben so viel Geld. Ich habe es erlebt, wenn einer bei mir damals einen Asylantrag stellt in der Beratungsstelle und 4-5 Jahre später ein argentinisches Steakhaus hat, für 250.000, 300.000 Mark, da frage ich mich, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, so viel Geld habe ich nicht. Also da habe ich den falschen Beruf, also das war sichtbar. Und dann im Libanon hätte man sofort gefragt, hey, woher hast du das Geld, komm mal her, gib mir die Hälfte. Aber hier, niemand guckt nach, also der Staat ist blind. Also Datenschutz, ich weiß nicht alles. Und da können Sie alles machen, was Sie wollen. Ich habe Erziehungskurse für die Jugendlichen errichtet. Die waren fest davon überzeugt, die Jugendlichen hier werden nicht bestraft. Strafmündigkeit im Libanon ist mit 12 Jahren, in Deutschland mit 14. Und mit 14 bekommt man keine Strafe. Und bis jetzt, die Justiz mit ihren, durch diese Multikulti, ihre Laxheit, da versteht man nicht, dass in Berlin Intensivtäter mit 80 Strafen immer noch frei rumlaufen. Das müssen Sie der einfachen Bürger hier erklären. Also das ist im Moment so, Sie sprechen von der Zukunft, die haben so viel Geld, dass die Geldwäsche immens sind. Die investieren in den Immobilien in Brandenburg. Die haben ganze Züge gekauft und so weiter. Die sind etabliert, also nach der Phase der Raub sind die jetzt in den, und da kommt der nächste Schritt, dann werden die Politiker angesprochen, weil sie hier eine wirtschaftliche Macht sind. Also das ist der Prozess, das kennen wir von anderen Ländern, das läuft hier auch. Die sind in der Schlepperarbeit organisiert, in den Häusern, Unterkunft und so weiter, das bringt unheimlich viel Geld. Darf ich gerade kurz unterbrechen? Also für die Abgeordneten hier im Raum läuft jetzt der Countdown. Wir müssen jetzt runter zur namentlichen Abstimmung. Okay, weil es aber so interessant ist, können wir hier jetzt nicht abbrechen. Das ist mir klar. Deshalb wird gleich der liebe Kollege Professor Dr. Sensburg hier unsere Stelle übernehmen und noch weitere Fragerunden und Diskussionsrunden mit Ihnen machen. Warten Sie bitte gut 5 Minuten. Ja, dann Patrick, bist du frisch wieder hier oben. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir beide sagen schon mal Tschüss. Okay. So, meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten weitermachen. Und wir hatten ja noch Fragen offen im Raum und Herr Dr. Gattbahn war dabei, die Fragen zu beantworten und ich würde Ihnen direkt das Wort geben, Herr Dr. Gattbahn. Also wie gesagt, die Strukturen haben sich so weit entwickelt und die Gruppe ist so reich, dass sie jetzt ein Wirtschaftsfaktor geworden sind. Die investieren überall, legal, illegal. Und das Wichtigste, was die Leute hier noch nicht richtig verstanden haben. Deshalb habe ich so abwertend von der Berliner Polizei gesprochen. Die haben Anschluss zu der internationalen Kriminalität. Durch ihre Wanderung, also dieselben Clans und so weiter, man findet dieselbe Familie, das habe ich in meiner Untersuchung in den 90er Jahren schon bewiesen, als Felduntersuchung. Da sieht man die Familie in Berlin, in Westdeutschland, ja, ich benutze immer die alten Kategorien,
Holland, Dänemark, Schweden, überall. Und dann mit der Einbürgerung, die, über die Hälfte sind eingebürgert, sind deutsche Bürger. Haben Sie den Weg zurück zu Ihrer Gegend in der Südosttürkei? Und was man nicht richtig weiß, und ich sage es als jemand, der aus dem Libanon kommt, aus einer Gegend, wo wir auch Drogen haben. Wir haben den besten Hasch, also das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung, also die rote Libanesin kommt aus meinem Gegend. Und, aber trotzdem, für die harten Drogen, für die Labore, alles wird aus der Türkei importiert. Also nach wie vor ist die Türkei eine Drehscheibe für diesen internationalen Handel. Unter anderem, das ist nicht der einzige Platz. Und die Gruppen hier, der Berliner hier, durch seine Sippe und seine Connection, sein Netzwerk, hat Anschluss, einen internationalen Anschluss. Und da frage ich mich, was kann die Berliner Polizei gegen so ein Netzwerk machen? Das, mit ihren Möglichkeiten, die können nicht einmal wegen Datenschutz miteinander kommunizieren, um sie einzukreisen. Die Polizei hat bis heute in Deutschland, die hat mehrere Arbeitsgruppen, es nicht geschafft, die Leute zu erkennen, also zu erfassen. Was auf uns zukommt, wir haben 1,1 Millionen im letzten Jahr, 200.000 ein Jahr davor, bis jetzt in diesem Jahr 100.000. Wir kennen die Zahl der Illegalen nicht. Die sind nicht alle erfasst. Da können Sie sich vorstellen, wir werden die Konsequenzen später entdecken. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe jetzt den Kollegen Professor Dr. Hirte. Hat er sich eben auch schon gemeldet? Dann gucke ich mal in die Runde. Ja, erstmal Kollege Sensburg, vielen Dank. Als Kölner Abgeordneter und Mitglied des Rechtsausschusses bin ich in einer gewissen ambivalenten Funktion hier dabei und möchte deshalb einige Bemerkungen auch noch dazu machen. Ich konnte leider nicht früher kommen, weil ich eine Besuchergruppe aus Köln hatte, die schon früher terminiert war. Wir haben uns auch in der AG Recht, aber vor allen Dingen dann auch in Zusammenarbeit mit der AG Innen, also der Arbeitsgruppe der Innenpolitiker, schon seit einiger Zeit über die Flüchtlingsproblematik und die strafrechtlichen Konsequenzen oder die Rechtskonsequenzen da eine ganze Reihe von Gedanken gemacht. Ich möchte nur einige Punkte in den Raum stellen, gerade auch weil die auch in die strafrechtliche Diskussion übergehen, weil sie mit Überlegungen zusammenhängen, die ich pikanterweise 4 Wochen vor den Übergriffen von Köln mit dem inzwischen entlassenen Kölner Polizeipräsidenten erörtert habe, der nämlich mir genau diese Problematik, wie sie jetzt von Ihnen geschildert wurde und wie Sie sie auch aufgegriffen haben, nachdrücklich geschildert hat und gesagt hat, da käme man mit den klassischen Polizei- und rechtsstaatlichen Mitteln nicht gegen an. Und schon seit dieser Zeit diskutieren wir in der Arbeitsgruppe und auch mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bereits, und ich wäre auch interessiert zu hören, was der Strafrechtskollege dazu sagt, die Frage, ob die Art und Weise der Bestrafung und letztlich das repressive System des Strafrechts, wie wir es bei uns in Deutschland im klassisch liberalen System, und Köln ist eine liberale Großstadt, ob dieses System so noch funktioniert. Ich sage, dass wir zwei Perspektiven, einmal Köln, so funktionieren die Märkte, das ist aus Vernehmungsprotokollen und aus Abhörmaßnahmen bekannt, ist unter Straftätern attraktiv für den liberalen Standort der Justiz. Das weiß man und man weiß, dass sich die Täter darüber austauschen und dass sie deshalb auch in Köln waren. Und die Frage ist dann natürlich umgekehrt, wie können wir mit Bundesmitteln da Vorschub leisten oder wie können wir das verhindern? Und aus den Gesprächen ergibt sich natürlich die Nichtverhaftung. Irgendjemand von Ihnen hat eben gesagt, 80 Straftaten und immer noch frei. Wir arbeiten im Strafrecht, wenn ich das richtig sehe, mit der Frage des Schadens. Und der Schaden wird bemessen nach dem Wert, den das für die Gesellschaft, unsere hiesige Gesellschaft hat. Für Täter, die aus anderen Gesellschaften zu uns gekommen sind, ist aber der Wert eines Handys, der Wert eines iPads unverhältnismäßig viel höher. Das ist ein Punkt und die Frage ist, woran orientieren wir dann das Strafmaß? An dem einen oder an dem anderen Wert? Und damit zusammenhängt ein zweiter Punkt, was sind die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft? Wir wissen von den Tätern und auch von den Aufgriffen, dass viele der Täter Wohnsitze haben, dass diese Wohnsitze aber oft nicht in Deutschland, sondern in anderen EU-Ländern sind. Und dass das mit unterschiedlicher Praxis in den Bundesländern dazu führt,
dass die anderen, dass damit der Haftgrund verneint wird, weil man ja eine Meldeadresse hat. Und ob das ausreicht, wenn die Meldeadresse in einem anderen EU-Land ist, das ist nicht ganz eindeutig. Aber daran arbeiten wir, diese Frage näher zu prüfen. Denn faktisch ist es sicher so, dass ein, ich will jetzt keine bestimmten Länder nennen, aber dass ein Wohnsitz im Ausland in bestimmten Ländern noch entsprechend stärker erstens vielleicht nicht wirklich besteht und zweitens vor allen Dingen nicht für den Vollzug der Strafe reicht. Das sind zwei Gesichtspunkte. Ein weiterer Punkt. Wir arbeiten, auch das kam gerade bei Ihnen, Personenfeststellung. Wir haben in dem Asylpaket 1 im letzten Jahr festgelegt, dass für die Identitätsfeststellung von Menschen im Inland, also die nicht deutsche Staatsbürger sind, die Handys ausgewertet werden dürfen. Das ist zulässig, jetzt schon. Aber es setzt voraus, dass das ein Volljurist macht. Und in einer normalen Ausländerbehörde haben Sie 200 Mitarbeiter oder sowas und einen Volljuristen. Und das ist der Chef und der kann nicht alle Flüchtlinge kontrollieren. Faktisch läuft die Regelung leer. In einem Papier, was mein Kollege Hoffmann von der CSU und ich entwickelt haben und was auch schon in den Medien diskutiert wurde, auch im Übrigen im Express in Köln, haben wir genau diesen Punkt aufgespießt und haben gesagt, das dient und könnte gerade bei diesen Sachverhalten dazu dienen, die Sachverhalte zu klären. Nämlich, wo Sie es auch ansprechen, Geldwäsche und ähnliche Sachverhalte, da muss man dran. Wir sehen natürlich auch aus den Vorgesprächen, dass aus der Sicht des Datenschutzes da entsprechende Bedenken geäußert werden. Und die Frage ist, schaffen wir es, darüber hinwegzukommen? Und der dritte Punkt, auch das war angesprochen worden, Religion. Wir kriegen bei Flüchtlingsheimen immer wieder die Meldung, dass vor allen Dingen Christen von Moslems stark verfolgt seien und in einer sozusagen Drucksituation sind. Wir hören allerdings genauso deutlich und genauso oft auch von kirchlichen Trägern von Flüchtlingsheimen, dass das so nicht sei, dass die Meldungen etwas zu hoch gespielt seien. Ich habe also beide Meldungen gehört. Wir haben das diskutiert und sind in der Diskussion und in einem Punkt sind wir uns einig. Ich habe eben das Wort gehört, Neutralität, religiöse Neutralität des Staates aus ganz anderer Sicht. In einem Punkt sind wir uns aber einig, dass wir Ankömmlinge in Deutschland erziehen müssen, über die religiöse Neutralität und über die religiöse Vielfalt in Deutschland. Denn das ist vielen gar nicht bekannt. Und das ist, auch da sieht man, wie schwierig die Fragen sind. Das ist natürlich für den Bundesstaat, Bundesrepublik, wenn wir das vorgeben, sozusagen eine religiöse Neutralität, Erziehungsmaßnahmen in Richtung einer religiösen Neutralität durchzuführen, das ist keine ganz einfache Sache, weil das eine Kulturfrage ist, damit eigentlich die Länder zuständig sind. Aber ich will Ihnen nur sagen, das sind einige der Reaktionen, manche davon waren schon vorher im Gespräch, aber einige der Reaktionen, die im Augenblick jetzt hier noch bei uns in der Diskussion sind und die ich einfach noch als Ergänzung hier in den Raum stellen wollte. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Kollege Hirte. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie intensiv wir uns dann eben doch mit den Themen beschäftigen. Aber deswegen ist auch umgekehrt genauso wichtig, dass wir immer wieder rückgespiegelt kriegen, was erlebt wird. Und zwei Wortmeldungen habe ich gesehen, die vielleicht uns diesen Rückspiegel geben. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war. Ich würde mal hier anfangen. Oder einer müsste anfangen. Gut. Dann noch einmal ich. In den Zahlen, die heute veröffentlicht wurden, sind also auch 240 Versuche, hier wegen, das heißt Straftaten gegen das Leben mit 28 Opfern, die auf die Migranten im letzten Jahr zurückzuführen sind. Das trifft vielleicht das, was uns gerade noch mitgesagt worden ist. Ich habe mich noch mal gemeldet, weil ich meine, in anderen Fällen heißt das, da treffen die Medien und auch die Politiker in Deutschland immer auf und sagen, mit voller Härte wird unter Ausnutzung aller Gesetze gegen rechte Straftaten mit Recht vorgegangen. Das war im letzten Jahr 1883 oder 87. Alleine in Köln, in einer einzigen Stadt, gab es in der Silvesternacht 1820 sexuelle Übergriffe, eine Vergewaltigung, Diebstahldelikte und. Eine ganze Menge. Wenn ich jetzt sehe, aha, was die Rechten in einem ganzen Jahr machen, das waren immer, fast immer Sachen, sagen wir mal, Straftaten gegen Sachen, also ich meine Sachen gegen eine Mauer, gegen eine Fensterscheibe, einen Brand, Zeigen von verbotenen Symbolen oder irgend sowas. Das, was auf der anderen Seite passiert, in einer einzigen Stadt, was die anderen in einem Jahr machen, das sind immer, fast immer Vorfälle gegen Menschen, also ein sexueller Übergriff, wenn eine Frau in ihrer Würde verletzt wird, wenn eine Frau vergewaltigt wird und sowas.
Und dort meine ich, sollte man die Strafmaße nicht darauf absetzen, dass man sagt, so, der Täter muss erst ein Jahr mindestens verurteilt werden und dann kann er ausgewiesen werden oder sowas, ja. Sondern das muss man doch schon eher greifen können. Und da meine ich, sind unsere Politiker gefragt. Und da reicht nicht, dass dann ein Herr Gabriel sagt, die Andersdenken, die da in Dresden demonstrieren, das ist Pack. Und der Justizminister setzt noch einen oben drauf und sagt, nein, das ist Müll. Das wird natürlich jetzt den Rahmen ganz groß machen. Ich nehme das mal als Thema mit, Strafmaß ein Jahr auf Bewährung, reicht das oder müssten wir nicht zum Beispiel auf Tagessätze runtergehen? Ich sage mal, 60 Tagessätze haben wir in der AG der Union diskutiert oder 90 Tagessätze, das ist die Schwelle Eintragung als Vorstrafe ins Bundeszentralregister. Also ob man da zum Beispiel auf Tagessätze gehen soll, das glaube ich war die Kernfrage. Mein Name ist Weidlich vom Kreisverband Tempelhof-Schöneberg und Herr Gradbahn hat bereits angesprochen, die Liberalität der Justiz einerseits und die etwas kraftlose Art der Polizei andererseits. Und ich habe immer wieder in den Kreisen der Polizei gehört, die Rechte der Polizei sind derartig beschnitten, dass der Polizist selber gegen eine Straftat, die jetzt gerade begangen worden ist, Angst hat vorzugehen. Wir brauchen nicht die Bergmannstraße zu erwähnen hier in Berlin, wie das vonstatten geht. Selbst wenn einer im Parkverbot steht, dass dann sofort einige Hundertschaften von Polizisten notwendig sind, um dort einen Strafzettel anzubringen. Sondern ich meine einfach auch Köln. Wehrhafter Rechtsstaat. Die Gewalt, das Gewaltmonopol hat nun einmal der Staat. Und die Ausübung dieses Rechtsstaates ist der Polizei übertragen worden. Und die Polizei muss mit einer gewissen Sicherheit ausgerüstet werden, um gegen Straftäter, bitte mit allem Respekt, härter vorgehen zu dürfen. Wir schauen so häufig über den Teich zu Amerika rüber und wir versuchen uns immer wieder zu vergleichen mit anderen Staaten. Wenn wir das schon tun, dann sollen wir uns ruhig einmal ansehen, welche Rechte ein Polizist in Amerika hat. Warum kann dieses nicht in Deutschland übertragen werden? Und da erinnere ich an das Jahr 1972, als hier noch ein Herr Heinrich Lummer Innensenator war, wie er seine Polizisten unterstützt hat und mit welchen Mitteln man diesen Gewalttätern an den Kragen kommen kann. Das war damals die Hausbesetzer-Szene, heute sind es die Übergriffe gegen Frauen. Das haben wir ja in Köln ja im Besonderen beobachten können. Ich bin der Meinung, dass der Staat in der Lage ist, die Polizisten mit mehr Rechten auszustatten und den Innenministern da empfohlen, hier den Rücken dieser Polizei besser zu stärken. Danke. Herzlichen Dank. Ich schaue jetzt mal eine Wortmeldung, glaube ich, können wir noch mit reinnehmen. Dann würde ich in einer Antwortrunde dann wieder überleiten. Hier sehe ich eine Wortmeldung. Ich teile vieles, was hier gesagt worden ist. Aber insgesamt wird mir hier ein Bild gezeichnet, was mir etwas zu düster erscheint. Also ich bin wirklich ein konservativer Mensch, aber wie die Justiz und die Polizei jetzt hier dargestellt wird, das stimmt in der Form nicht unbedingt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen seit langem sogenannte Intensivtäterkonzepte. Das heißt, wenn einer da ist bei uns in Nordrhein-Westfalen, wenn einer mit 80 Straftaten da wäre, dann wird eben nicht mehr diese eine Tat betrachtet, bei der er erwischt wird. Der wird als Intensivtäter qualifiziert und dann setzt sich ein Automatismus in Gang. Die Polizei bearbeitet diesen Mann, bearbeitet die Fälle, die da von dem begangen sind, vordringlich. Es gibt einen Staatsanwalt, der sich dem annimmt, eine schnelle Anklage erhebt, wenn die Dinge natürlich nachzuweisen sind. Klar, das ist immer Voraussetzung und da liegt ja häufig das Problem. Und wir haben Richter, die dann auch schnell terminieren. Ich will jetzt nicht übertreiben, es ist nicht der Spruch hier, der gerne von Politikern gemacht wird, die Strafe feucht auf dem Fuß, aber doch schon in einer erkennbaren Zusammenhang zur Strafe. Also es gibt Konzepte, die wir machen. Wir sind, da gebe ich Ihnen recht, relativ hilflos im Augenblick, was Parallelgesellschaften und diese No-Go-Areas, nenne ich es mal, wie in Duisburg haben wir ja ein extremes Beispiel, Düsseldorf hatten wir es, in Essen ist sowas da. Und da meine ich, da ist ein Versäumnis der Polizeiführung, der Justiz an zweiter Stelle, vielleicht auch der Politik. Da muss man was machen oder kann man auch was machen. Aber man muss es wollen. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt zu einer Antwortrunde überleiten, sodass wir dann noch eine Fragerunde machen können, eine ausgiebige. Und ich glaube, es ist vielleicht wirklich die Differenziertheit, die sich auch in dem Spannungsfeld hier zeigt, die Punkte, wo es vielleicht nicht rund läuft, zu benennen, jetzt nicht alles in Bausch und Bogen zu verdammen, aber eben sie klar zu benennen, weil ich glaube, lange Zeit wurden die Themen nicht so ausgesprochen. Dann hat man die Undifferenziertheit. Und ich glaube, das ist das größte Problem, wirklich die
Problembereiche genau zu benennen. Und deswegen haben wir auch die Experten hier. Ich würde jetzt einmal eine Antwortrunde zuerst Frau Professor Schröter das Wort geben. Waren da Punkte dabei? Na gut, es ist jetzt nicht das Feld, auf dem ich das wahnsinnige Expertenwissen besitze. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich habe viel Kontakt mit Polizei und natürlich auch im Zuge der Silvesterereignisse mit Polizistinnen und Polizisten gesprochen. Die Klage ist dass sie zu schlecht personell aufgestellt worden sind. Und da muss man natürlich sagen, das stimmt. Sie können nicht alles bewältigen, kommen ständig neue Aufgaben auf Sie zu und das ist personell möglicherweise gar nicht mehr zu schaffen. Das Zweite ist die Klage über eine ungeheure Frustration. Sie haben Straftäter gefasst und die Justiz lässt sie laufen, also insbesondere, wenn es dann junge Straftäter sind. Ich persönlich bin ja keine Juristin, habe darauf keine Antwort und würde das deshalb weitergeben an den Kollegen neben mir. An den Strafrechtler, Professor Eisele. Ich greife es ganz kurz auf. Da muss man sich jeden Einzelfall natürlich anschauen. Es gibt viele Gründe, warum nicht verfolgt wird. Sie haben das ja angesprochen, der fehlende Nachweis. Es reicht nicht. Manchmal mag es auch in dem Bereich, über den wir heute sprechen, tatsächlich so sein, dass nach geltendem Recht einfach kein Straftatbestand einschlägig ist. Dann ist es häufig so, dass bei der Polizei ermittelt wird, aber die sich nicht rechtlich sicher sind in der rechtlichen Beurteilung. Und die Staatsanwaltschaft sagt nachher, da ist nichts dran. Das kann natürlich für einen gewissen Frust sorgen. Das kann man verbessern, indem eben die Abläufe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft eng sind, was aber auch häufig in der Praxis geschieht. Ich möchte noch den Ball von Herrn Hirte aufgreifen. Liberales Strafrecht, also ich selbst bin ein Anhänger eigentlich des liberalen Tatstrafrechts und würde auch nicht zu einem Täterstrafrecht übergehen, schon aus historischen Gründen. Aber bei der Strafzumessung bleibt natürlich Raum im Rahmen der Strafzumessung für solche Überlegungen zur Person des Täters. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt natürlich große regionale Unterschiede, nicht nur in dem Bereich, auch Betäubungsmittelstraftaten und andere, was die Verfolgungsintensität anbelangt. Darüber kann man auch mal nachdenken, ob das im Sinne der Gleichheit alles optimal entwickelt ist. Der allerwichtigste Punkt ist aber, das klassische liberale Strafrecht, und das sehe ich eigentlich ganz positiv, hat einen zweiten wichtigen Aspekt und der beruht, dass das Recht auch durchgesetzt werden muss. Feuerbach, der das entwickelt hat, Bestimmtheitsgrundsatz, Abschreckung, Generalprävention, das funktioniert überhaupt nur, wenn die Taten nachher auch verfolgt werden und gewissermaßen die Bestrafung stattfindet. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Insofern würde ich das gar nicht als Gegensatz sehen, sondern es sind praktisch zwei Komponenten, die Taten müssen auch verfolgt werden und dann funktioniert, glaube ich, auch das klassische Strafrecht. Frau Professor Schröter. Ja, weil bei dem Stichwort Hirte ist mir gerade noch was aufgefallen, eingefallen, was ich mir auch notiert hatte. Sie sprachen von Erziehung in puncto religiöser Neutralität. Ich vertrete selber auch die Auffassung, dass man Neuankömmlinge damit vertraut machen muss, in welcher Gesellschaft sie jetzt gerade angekommen sind und was hier die Standards und die Werte sind. Denke aber, dass es in dem Punkt der Übergriffe auf Nicht-Muslime weniger um Erziehung geht, weil niemand glaubt ja, dass er ein islamischer Staat ist und sich von daher einiges herausnehmen kann gegenüber Christen und Jesiden oder Schiiten beispielsweise, sondern ich glaube, da muss der Staat sehr klar Konsequenzen aufzeigen. Und da scheint mir doch auch einiges im Argen zu liegen, wenn ich höre, dass man erstmal oft nichts macht, wenn es zu Übergriffen kommt, A, auf Frauen, aber B, auch auf Nichtmuslime und Nichtmusliminnen. Oder dass man dann sagt, naja, die Nichtmusliminnen, sie sollen jetzt ausziehen in ein anderes Lager, wie das in Stuttgart neulich passiert ist. Da denke ich, müsste man doch ein bisschen härter vorgehen, müsste sagen, also wer hier gewalttätig wird in einer Aufnahmeeinrichtung, hat hier eigentlich nichts mehr verloren. Ja? Das sind ja keine Leute, die hier Schutz suchen, sondern die irgendetwas anderes suchen. Jetzt würde ich ganz kurz, Kollege Hirte, einmal ein Statement dazu. Okay.
Und das ist der Grund, warum wir uns bislang jedenfalls gegen eine Trennung ausgesprochen haben, weil das dann nämlich letztlich den Erfolg noch krönen würde. Ja. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gadbahn. Also die Polizei macht schon viel. Ich habe schon erwähnt, dass sie Gruppen haben, um die Identität erstmal festzustellen und alle solche Sachen. Aber es fehlt jede Menge. Also ein Hauptproblem bei uns hier in Deutschland ist der Föderalismus, also die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in den Ländern. Ich habe schon geschildert, wie schon ein Netzwerk entstanden, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und was kann der Berliner Polizist hier machen? Deshalb habe ich mich lächerlich über ihn gemacht in einem Interview. Also das ist nicht persönlich, nach dem Motto, er besitzt nicht die Möglichkeit, weil unser Staat hier mit solchen Phänomenen nicht, auf solche Phänomene nicht vorbereitet ist. Also diese Anstrengungen müssen weitergeführt werden. Wir haben auch eine Erfahrung in Maxloh, wo die Polizei eine Politik verfolgt hat, um die Straße wieder zu erobern. Ich habe von dem Kampf um die Eroberung des Öffentlichen raus. Und sie sind nach dem Prinzip Null Toleranz. Jede Ordnungswidrigkeit wird verfolgt und so weiter und so fort. Aber mit welchem Einsatz? Man kann nicht an jeder Ecke so viele Polizisten mobilisieren. Also da reicht unser Budget nicht. Das muss man auch sich überlegen. Wir können nicht in jedem Viertel, wo es brennt, ein Hundertschaften nur für diese Dinge. Ganz Nordrhein-Westfalen hat, soweit ich weiß, 18 Hundertschaften. Die können... Oder 20? Die können die ganzen Brennpunkte nicht decken und nicht verteidigen. Also da muss man sich anders überlegen. Also nicht nur diese Dinge. Meiner Meinung nach, das Wichtigste, wenn die Motivation zu Straftaten fällt, wenn man die Geldquellen austrocknet, und das ist leichter zu machen als mit dem Polizeieinsatz auf der Straße, dann sind sie nicht mehr motiviert, sich alle jetzt in Clans zu organisieren. Die Millionen, die gekommen und kommen werden bis Ende des Jahres. Eine Integration nach meiner Einschätzung, also seit 1992 bin ich intensiv in der Migrationsforschung, ist jetzt problematisch. Noch eine Million, dann ist sie einfach unmöglich. Keiner kann mir die Geschichte erzählen, egal welche Partei oder welche Ecke. Ich rede als Wissenschaftler. Und dann haben wir wieder hier die neue Clansbindung. Also bei den Türken, die kamen als Gastarbeiter, und da haben wir auch unter denen Clansstrukturen, und die machen dasselbe wie die Leute, die aus dem Libanon gekommen sind, die ich geschildert habe. Das breitet sich aus. Und man muss eins bedenken, außerhalb Europa, immer wo der Staat zusammenbricht, dann erscheinen die Stämme und die Clans und so weiter. In Syrien, im Libanon, im Irak, in Somalien, im Sudan, in Libyen, in Algerien, überall. Also die Clan-Struktur ist die normale Struktur weltweit. Wir können nicht davon ausgehen, dass Europa und Nordamerika ein Muster der Menschheit sind. Das ist ein zivilisatorisches Modell, was sich weltweit noch nicht durchgesetzt hat. Ganz herzlichen Dank. Ich würde vielleicht ein Thema anschneiden und dann wieder die Frage offen geben. Was ich mich wundere, ist, dass wir lange Zeit nicht erkannt haben, dass sich eben parallele Strukturen herausbilden. Und das ist ja auch eins der zentralen Themen auch dieser Veranstaltung. Dabei wussten wir doch, dass es bestimmte Viertel gibt. In Köln gab es mal den Kalifenstaat von Metin Kaplan. Ich runde Sie ab, und dann würde ich auch noch die andere mit reinnehmen. Und wir haben hingeschaut, dass sich bestimmte Viertel herausbilden, auf der Schelsig in Köln und in Kalk und in Bereichen. Wissen wir, dass dort speziell Tunesien, Algerien, Marokko sich angesiedelt hat. Es gibt Parallelstrukturen auch von anderen Nationen. Vietnamesische Türstehermafia ist so ein Bereich. Also ich würde das jetzt nicht auf die arabische Welt oder die, ich sag mal, libanesischen Clans fokussieren. Wir haben bestimmte, ob das No-Go-Areas benannt wird, bestimmte auch geografische Punkte, wo man anscheinend lange Zeit weggeguckt hat. Und wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Clans und nicht stattgefundener Integration
wo Familien sich zurückziehen, in ihrem Bekanntenkreis bleiben, weil eben Sprache nicht gesprochen wird, Bildung nicht stattfindet und Clans, die für mich auch immer eine Art kriminelle Struktur, Nicht-Akzeptanz auch des Rechtsstaatssystems etc. herausbilden. Meine Frage wäre in diesem Zusammenhang, diejenigen, die ankommen, vielleicht nicht in Clans derzeit sind, wie hoch ist das Potenzial, dass sie in die Clans hineingezogen werden? Sprache ist nicht da, ich suche Orientierung, ich gucke, ist da der Cousin, der Schwager in Deutschland? Wie hoch ist das Potenzial, dass sich die Clans jetzt erweitern und Ankommende hineingezogen werden? Und was könnte der Schlüssel sein, solche Strukturen auch zu zerschlagen, um überhaupt den Zugang wieder zu kriegen? Jetzt bitte ich aber alle anderen mit einzusteigen in das Thema. Ja, und vielleicht noch andere? Oh ja, Ladies first, ist das okay? Ja. Super. Mein Name ist Eva Janetzko, ich bin seit 16 Jahren hier Mitarbeiterin in dieser Fraktion. Ich bin Chefin im Landgericht Berlin und möchte nur ganz kurz sagen, von, sagen wir mal, 100 Fällen sind 10 Deutsche, die was berichtet angestellt haben. Der Rest ist von allen möglichen anderen Ländern, sehr häufig islamischer Abstammung. Und ich muss Ihnen sagen, zu dem Herrn mit dem Recht und Strafrecht-Ding, was ich dort erlebt habe. Ich muss Ihnen sagen, da war jemand fährt zum 6. oder 7. Mal vor diesem Richter. Wir hatten dann so einen Aktenberg da zu liegen. Geschehen ist nicht allzu viel. Es wird zusammengezählt, was er alles getan hat. Was am Ende dessen als Strafmaß gesetzt wird, ist auch sehr fraglich. Sodass ich denke, dieses Problem, was uns jetzt auf uns zurollen wird, kriegen wir so nicht hin. Es muss auch im Strafrecht dringendst irgendwas geändert werden. Die Strukturen müssen verkürzt werden. Und ich sage Ihnen mal, bis irgendjemand überhaupt vom Richter landet, bis dahin ist er ja weg wahrscheinlich. Also ich sage Ihnen mal, das ist das eine. Ich möchte Ihnen sagen, in meiner Familie habe ich jetzt, meine Nichte ist mit einem Libanesen verheiratet, der ganz sicher einem Clan angehört. Es ist schwierig bis nicht möglich, überhaupt dort noch einzugreifen. Ja, also ich sage mal, ich glaube nicht, dass wirklich wir wissen, was hier auf uns zurollen wird in diesem Land. Und wenn wir weiterhin zulassen, dass junge Männer dort, die angeblich ihre Familien dort gelassen haben und hierher kommen, um ein besseres Leben zu führen, dann ist das wirklich ein Ammenmärchen. Die haben ein ganz anderes Ziel. Und ich bin ganz sicher, wir werden das hier nicht in den Griff bekommen, wie uns Herr Gaban gesagt hat, denke ich, wenn wir in einem Jahr 1 Million mehr davon haben, dann können wir schauen, ob wir nicht vielleicht mit Kopftüchern hier rumlaufen. Diese Gefahr sehe ich. Okay, jetzt habe ich einmal noch die Wortmeldung. Eine kleine Erwiderung darauf. Dieser Beitrag hat mir gezeigt, dass es nicht um Gesetzverschärfungen geht, sondern um Gesetzesanwendung. Also wenn ein Richter da sitzt und hat Aktenberge in der Höhe, ja, warum er dann nicht 4 Jahre ohne Bewährung gibt, verstehe ich. Ich sage mal ganz abstrakt jetzt. Verstehe ich nicht. Weil die Haftplätze Geld kosten, das sagt Ihnen das Land auf Westfalen. Hm? Nein. Aber ich würde sagen, in der Reihenfolge. Aber jetzt zu dem eigentlichen Thema. Achso, kommt noch eine Frage. Diese Strukturen sind uns bekannt gewesen. Nicht in dem Umfang und nicht in der Form, weil wir nicht in diese Strukturen eindringen können. Sie können keine V-Leute, ganz selten V-Leute, verdeckte Ermittler, so gut wie gar nicht. Wir haben keine Beamte, die wir als verdeckte Ermittler in diese Strukturen einschleusen können. Also die Beweisführung ist unglaublich schwierig bei diesen Strukturen. Und ich kann auch sagen, wir haben auch teilweise ein bisschen in die falsche Richtung ermittelt damals. Ich kann mich erinnern, dass der türkische Generalkonsul in Münster mir vor zig Jahren gesagt hat, gucken Sie nicht so sehr auf die PKK, gucken Sie sich die Koranschulen an. Haben wir nicht verstanden. Muss ich ganz offen zugeben, aber was soll die Koranschule als Religion, haben wir nichts mit zu tun, aber wie recht er hatte, habe ich Jahre später erkannt. Aber es ist nicht so, dass wir das nicht wollen. Wir stehen vor faktischen Schwierigkeiten, zum Beispiel dem verdeckten Ermittler. Können wir da nicht einsetzen. Und wenn wir es nicht beweisen können, kommt kein Vorurteil. Und es war jahrelang auch ein Tabuthema. Es ist so, was die Herren vor mir gesagt haben, auch was die Presse angeht. Die haben sich ja auch Selbstrestriktionen auferlegt, was das Benennen von Ausländern als Täter angeht. Ich weiß nicht, ob es der Ethikrat war oder Presserat, ich kann es nicht sagen. Ich weiß von Journalisten, ich war jahrelang Pressesprecher auch, die mir gesagt haben, ja, dass der Ausländer ist, hat mit der Tat nichts zu tun, da dürfen wir auch nicht bringen. Selbst wenn ich es mit, naja, sagen wir mal, halb legal öffentlich gemacht habe.
Also es ist schon so, dass man die Zugehörigkeit weitgehend verschwiegen hat, weil man auch keine Ressentiments wecken wollte. Mittlerweile hat sich das Bewusstsein allerdings insbesondere seit Köln geändert. Das ist so. Deswegen ist ja, glaube ich, auch der kluge Umgang so wichtig, dass es jetzt nicht in ein anderes Extrem hinüberschießt, dass wir jetzt sagen, jetzt öffnen wir alle Türen, weil ich erlebe nämlich teilweise, jetzt wird es bei jeder Tat benannt, wo es keine Rolle spielt. Also ich glaube, auch da ist es wichtig, den richtigen Umgang damit zu haben, dass uns nicht die Augen vor bestimmten Dingen verschlossen bleiben, wie es jahrelang teilweise wirklich war, weil keiner das heiße Eisen auch anpacken wollte. Sonst hätte man ja zum Beispiel im verdeckter Ermittler, aber auch im Bereich Vertrauenspersonen, die Themen sind ja sowieso sehr kritisch von dem einen oder anderen heute schon gesehen, in diesen Bereichen einfach mehr Engagement gezeigt. Mit den großen Problematiken, die klar sind, in einen Clan dringe ich nun mal als Münsteraner Jung nicht so richtig ein. Das ist klar. Aber da kann man ja auch lange Ansätze fahren. Nur das war teilweise zu mühselig. Ich habe neulich mal über den Malamir-Clan in Bremen berichtet. 2500 Clanmitglieder, die sind bekannt. Jährlich 900 Straftaten. Und trotzdem existiert dieser Clan in Bremen. So, und es gelingt uns anscheinend irgendwie bisher nicht, da etwas zu machen. Vielleicht ist jetzt eben die Phase, wo wir hoffentlich klug, ohne in eine Richtung überzuschießen, dieses Thema mal angehen. In meinem Statement hatte ich es ja eben gesagt, lange Zeit war das Thema Parallelgesellschaften auch in der Wissenschaft sehr schwer normal zu diskutieren, weil es entweder total verneint wurde oder überschießend bewertet wurde. Und ich hoffe, wir kommen jetzt auf ein Normalmaß. Frau Professor Schröter, Sie haben das Normalmaß. Ich bin zumindest als Kulturwissenschaftlerin damit vertraut, wie Menschen sich in Gruppen organisieren. Und das tun sie eigentlich überall gleich. Den Menschen zieht es dahin, wo er schon Leute kennt, wo Vertrautes ist, Sprache, Kultur. Wenn da Verwandte sind, dann auf jeden Fall geht man dorthin. Und von daher würde ich sagen, ja, wir werden definitiv neue Clans haben, weil die Leute, die jetzt neu zu uns kommen, wo gehen die denn hin? Die gehen dahin, wo Landsleute sind, wo sie schon Verwandte haben, wo irgendjemand ist, der ihre Sprache spricht und ihnen Unterschlupf gewähren kann. Und da sind, wenn wir verhindern wollen, dass wir hier neue Banlieues bekommen nach französischem Vorbild, also nicht nur unsere kleinen Parallelgesellschaften, von denen ja jetzt schon die Rede war, sondern dass es in sehr viel größerem Ausmaß noch stattfindet, dass wir hier Teile Deutschlands bekommen, in die vielleicht kein Polizist mehr reingeht, in denen vielleicht etwas ganz anderes herrscht, als man das so gewohnt ist, dann muss man jetzt soziale Steuerung betreiben, in einer klugen und besonderen Weise, aber, und da ist die Politik natürlich gefragt, muss man schauen, dass die Leute nicht alle dorthin ziehen, wo sie schon jemanden haben, nämlich in die Ballungsgebiete der Großstädte. Und dass das aber passiert, da bin ich ein bisschen pessimistisch, sehe ich im Moment noch nicht, weil im Moment ist es ja schon so, dass jeder, der nicht möchte, sich nicht registrieren lässt, dass die Leute verschwinden. Ich hatte das Stuttgarter Beispiel genannt, wo es zu großen Übergriffen kam auf Christen und Christinnen, ausgeführt von polizeibekannten Tätern aus Nordafrika, die mittlerweile, habe ich der Presse entnehmen können, alle verschwunden sind. Ja, das heißt, es sind Leute, die sind als Kriminelle aufgefallen, aber es ist möglich, dass die, weil kein Haftbefehl vorlag, dass die sich einfach verkrümeln können. Und das ist natürlich problematisch. Ich denke, da muss wirklich nachjustiert werden und zwar relativ schnell. Ansonsten werden wir es hier mit neuen Parallelstrukturen zu tun haben, die Integration nahezu unmöglich machen. Integration heißt ja, dass der Einzelne hier ankommt, dass er Kontakt haben muss zur einheimischen Bevölkerung, dass da tatsächlich Verbindungen entstehen und dass da auch Zugehörigkeitsgefühle entstehen und nicht, dass man sagt, ich bin zwar jetzt in Deutschland, aber eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun und ich werde meinen eigenen Stiefel in meiner eigenen Kleingruppe, clanbasiert etc. durchführen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Wir haben ja ohnehin schon, auch ohne Flüchtlinge und Neuzuwanderung, das Problem, dass sich Parallelstrukturen ausbreiten, unter anderem durch Ehepartnernachzug. Das halte ich
auch nicht für unproblematisch. Und ich habe selber Forschungen in dem Bereich gemacht. Ich habe mit muslimischen Gemeinden 4 Jahre lang zusammengearbeitet und da kam auch immer wieder die Frage darauf, wen haben Sie eigentlich geheiratet? Und dann war es halt doch immer wieder die Cousine. Und da muss man sagen, wir haben es immer noch, nicht nur in Berlin, sondern überall in Deutschland, dass Migranten, muslimische Migranten, vorzugsweise oder sehr gerne Ehefrauen aus ländlichen Gebieten, Marokkos, der Türkei etc. holen. Das sind in der Regel junge Frauen, die natürlich kein Deutsch sprechen, aber auch oft Analphabetinnen sind, über eine schlechte Bildung verfügen. Man holt sozusagen das Dorf nach, was möglicherweise gar kein Problem wäre, aber diese Frauen sollen die Erziehung der Kinder gewährleisten und dass sie das nicht tun können, liegt auf der Hand. Und dann haben wir natürlich solche Befunde, dass aus migrantischen Milieus doch Jugendliche schlechte Schulabschlüsse haben, dass sie nicht recht Fuß fassen, dass sie keine Chance in unserer Gesellschaft haben, dass sie extrem frustriert sind und sich möglicherweise dann salafistischen Eiferern anschließen, die ihnen sagen, Schule brauchst du gar nicht, Gott hat Großes mit dir vor und das ist ganz unabhängig davon, wie du hier die Standards der deutschen Gesellschaft erfüllst. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Eisele. Ja, ich kann es ganz kurz noch mal zusammenfassen. Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Vieles ist eine Frage der Rechtsanwendung. Das hatte ich auch zu Beginn meines Vortrages gesagt. Etwa bei den Belästigungen, die Erheblichkeitsgrenze, die es gibt, da gibt es einen gewissen Spielraum. Aus meiner Sicht wären in vielen Punkten dort gar keine rechtlichen Änderungen notwendig, sondern man könnte es durch Interpretation der Vorschriften sachgerecht auslegen. Man muss auch schauen, das Strafrecht ist nur ein Baustein natürlich. Es kann keine Wunderwaffe sein. Es ist eine Erkenntnis, Menschen lassen sich auch durch Strafvorschriften eben nicht immer abschrecken, sonst hätten wir keine Straftäter oder nur wenige, weil wir viele Strafvorschriften haben. Deshalb muss man eben auch das Polizeirecht, das Ausländerrecht, alles mit zusammennehmen und das Ganze mit anderen Maßnahmen wie Integration verbinden. Also mir ist es wichtig, man muss die Dinge im Gesamten sehen und kann nicht jeweils einen Ausschnitt nehmen und glauben, dass ein Instrument dann so gleich zu einer großen Lösung führt. Ganz herzlichen Dank. Und weil es gerade schon öfters auch thematisiert worden ist, Parallelgesellschaften, Clans, Familienstrukturen, ich glaube, das wäre gut, wenn wir da ein bisschen Ordnung und Klarheit noch reinbringen können. Herr Dr. Gartmann, ist das alles das Gleiche? Nein. Also die Parallelgesellschaft besteht nicht nur aus Clans. Also die Clans, von denen ich gesprochen habe, das sind bestimmte Gruppen, wo die Ideologie und die ethnische Zugehörigkeit zusammenfallen und dann sind sie ziemlich zäh und schwer zu integrieren. Auf Ihre Frage, ob sie noch integrierbar sind, die Frage habe ich mir vor Jahren gestellt. Ich glaube nicht, dass man sie, wie die Sachen weiterlaufen, jemals integrieren kann. Das ist meine persönliche Meinung. Die Parallelgesellschaft ist anders. Erstmal in der Wissenschaft. Ich gehöre vielleicht zu den Ersten, die Mitte der 90er Jahre von Parallelgesellschaft gesprochen haben. Ich wurde so misshandelt und man hat auf mich so gedroschen, weil damals Multikulti schon sich verbreitete. Also eine Galionsfigur, Heiner Geißler zum Beispiel. Und da kommt einer und redet von Parallelgesellschaft. Passt nicht. Ich habe es miterlebt, die Wissenschaft wollte das nicht mal. Also da sieht man, der Eindruck der Ideologie, der Einfluss ist war nicht nur bei der Justiz, bei den Richtern, bei allen. Ab 2006 mit der Islamkonferenz, da reden immer mehr Leute von der Parallelgesellschaft als Selbstverständlichkeit, als ob sie jetzt sie entdeckt haben. Die Parallelgesellschaft begann Anfang der 80er Jahre wegen der gescheiterten Integrationspolitik oder besser gesagt, wegen der Abwesenheit von Integrationspolitik von Rechten des deutschen Staates, sei es SPD oder CDU. Die haben beide keine richtige und vernünftige Integrationspolitik. Die haben unter dem Motto, Deutschland ist kein Einwanderungsland, kein Programm entwickelt für die Gastarbeiter. Und
ab Anfang der 80er Jahre begannen die Gastarbeiter eine andere Identität, vor allem mit dem Auftritt der zweiten Generation. Die sagten, wir sind hier geboren, wir kehren nicht zurück. Und wenn sie uns nicht wollen als Deutsche, dann suchen wir eine andere Identität. Und seit der Anfang der 80er Jahre sprach man von islamischer Identität. Bis heute. Und mit Multikulti wurde sie angenommen als Selbstverständlichkeit, die Lebensweise. Und plötzlich alle diese Diskussionen und Verfahren, Anerkennung von Kopftüchern und selbst die Parteien, alle Parteien haben islamische Gruppen. Ich dachte, was haben die? Die Grünen haben angefangen und dann selbst bis zur CDU, überall haben sie plötzlich den Islam verrundet. Und dann haben sie eine Islamkonferenz gemacht. Integrationsgipfel, okay. Islamkonferenz, ich war daran beteiligt. Ich saß in der Arbeitsgruppe Islamismus und Sicherheit 3 Jahre lang. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Warum habe ich so viel Zeit dort verloren? Wir haben mit den Verbänden 3 Jahre lang diskutiert. Die haben den Begriff Islamismus abgelehnt. Und das ist die einzige Arbeitsgruppe in der ersten Islamkonferenz ohne Ergebnisse. Ich bekam nicht einmal Sitzungsgeld für die. Also um zu sagen, wie die Sachen laufen hier. Jetzt, Parallelgesellschaft ist genau diese Bewegung. In den 80er Jahren, die Arbeitervereine verwandelten sich plötzlich in Moscheevereine. Da entstand der erste große Dachverband Islamrat 1984. Dann mit Multikulti wurde das noch ausgedehnter, weil man plötzlich jetzt alle Kulturen akzeptierte. Und da hatten wir den zweiten Dachverband 1994, Zentralrat der Muslime. Beide Dachverbände, Professor Schröter hat das schon erwähnt, sind an sich selber ein Problem. Ich persönlich denke, sie sind das Haupthindernis im Moment für die Integration. Und was erleben wir? Der Staat versucht, sie aufzubauen. Er versucht, unser Grundgesetz umzugehen, um sie als Religionsgemeinschaften bzw. Ansprechpartner zu haben. Da denke ich mir, sie basteln dran zum Beispiel, tut mir leid, die Politiker, ich muss kritisieren, sie basteln daran, dass DİTİB anerkannt wird. Die wissen alle, dass DİTİB direkt an Erdogan und seinen Premierminister gebunden ist. Wie kann man so viel Zeit verlieren für sowas? Also da braucht man keinen Hellseher, um zu wissen, was da läuft. Die Politik soll sich von Religionsangelegenheit zurückziehen. Die Verbände sollen die Vorgaben der Verfassung erfüllen, dann sind sie willkommen und dann gehören sie zu uns. Das ist nicht ein Politiker, der entscheidet, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Das sind die Gesetze, der Rechtsstaat. Und das haben unter den Muslimen zum Beispiel die Alawiten und die Ahmadiyya gemacht. Natürlich gehören sie zu unserem Staat. Aber alle anderen Verbände haben das nicht gemacht. Und die gehören nicht zu unserem Staat. Also Sie sehen, auf welcher Ebene das abspielt mit Parallelgesellschaft. Das Problem der Parallelgesellschaft an erster Stelle ist ein politisches Problem. Das ist ein Problem mit unserem Politiker. Gebe ich mal direkt die Frage zurück an Herrn Dr. Gadban. Zeigt sich hier nicht die innerislamische Auseinandersetzung sehr deutlich? Ja, ich habe es erlebt in der ersten Islamkonferenz. Hm. Die sind gekommen und dann haben sie sich zusammengetan im Koordinationsrat der Muslime und da begann der Staat Rückzüge zu machen. In der ersten, das hat Professor Schröter erwähnt, da gab es Liberale, in der zweiten nicht mehr. Und in der jetzigen, der Geschäftsführer dort ist ein Salafist, offen, öffentlich auf einer Veranstaltung vom LKA im Mai, sagte er, ich bin ein Salafist. Ich dachte, wo lebe ich hier? Also ich glaube, das war eine Bestätigung ein bisschen zu meiner Frage, kann das sein? Ja, natürlich. Herbert? Ja, ich will da gleich darauf eingehen, weil ich das... Ich provoziere jetzt ab. Nein, Sie provozieren nicht, sondern Sie bestätigen das, was ich als Kölner sage,
da bei mir der Dachverband der Aleviten. Alle sind bei Ihnen. Alle sind bei mir. Herr Masiek, die DITIB und im eigenen, so sitzt im eigenen Wahlkreis. Aber die Aleviten sitzen eben auch bei mir im Wahlkreis. DITIB sitzt an der Wahlkreisgrenze beim Nachbarwahlkreis. Insofern bin ich etwas beruhigt. Aber die Aleviten sagen genau das, was Sie sagen, weil sie nämlich nicht, das ist die Hälfte derjenigen, der Repräsentanten der, sagen wir mal, türkischen Einwanderungsgesellschaft. Und ich erinnere mich noch sehr genau, als Erdogan in Köln war vor etwa 2 Jahren in einer Wahlkampfveranstaltung. Da war die eine Hälfte der türkischstämmigen Bevölkerung auf der rechten Rheinseite in Köln bei Herrn Erdogan und die andere Hälfte war bei den Aleviten und bei Volker Beck und bei mir. Da sehen Sie auch, wie gespalten die Gesellschaft ist und welcher Repräsentationsanspruch dahinter steht. Ich sage nur umgekehrt, das ist bei uns sehr genau angekommen. Also das wissen wir. Und wir wissen auch, damit umzugehen und wir wissen auch ganz genau, das ist immer so, letztlich ist es in der Politik auch so, dass bestimmte extreme Positionen natürlich in Verbänden gebündelt werden und der große Teil der sozusagen moderaten Gesellschaft da gar nicht zugehört. Die sagen nämlich letztlich, ich selbst kenne das ja auch aus dem Kölner Umfeld, Moschee, ich weiß gar nicht, wo meine Moschee ist, aber die sind dann in keiner der Vereinigungen. Und das sind dann natürlich diejenigen, die nicht repräsentiert sind. Und da ich selbst in Amerika studiert habe und auch die Kontakte mit Juden habe, da haben sie das auch gesagt bekommen, dass natürlich auch da Juden sind, die eigentlich gar nicht mehr so genau wussten, was es mit dem Judentum auf sich hat. Was nicht heißt, dass das gut fürs Judentum ist, das ist eine ganz andere Fragestellung. Aber uns ist das schon bekannt, dass nicht jeder der Repräsentanten sozusagen für alle diejenigen spricht, die in einer gewissen Weise laizistisch sind. Da wir nicht für alle Themen heute Lösungen bieten können, würde ich gern noch mal fokussieren, auch auf die Frage wehrhafter Rechtsstaat und auch so ein bisschen noch auf die Clan- und Kriminalitätsstrukturen. Ich möchte aber die beiden Wortmeldungen, die vorher jetzt beim Statement da waren, nicht dazu verleiten, die Hand wieder runterzunehmen, sondern im Gegenteil sich zu melden. Ladies first wieder, dort hinten glaube ich, und dann hier vorne. Ganz herzlichen Dank, hier vorne. Ja, danke schön. Ich will nur gerade eine Bemerkung machen zum Thema wehrhafter Rechtsstaat. Gerade gestern las ich, glaube im Fokus, dass ein marokkanischer Intensivtäter, der ausgewiesen wurde, ungefähr 10-mal wieder eingereist ist. Gleichzeitig darf man lesen, dass das BMI abgelehnt hat, dass der Freistaat Bayern angeboten hat, mit bayerischer Landespolizei nicht kontrollierte Grenzübergänge zu sichern. Ich will nur mal sagen, wehrhafter Rechtsstaat, also ich bin jetzt 5 Jahre in Berlin, da, also ich glaube daran nicht mehr. Aber eine ernste Frage noch an Herrn Dr. Gattbahn. Es war öfters zu lesen, dass insbesondere Syrer sehr stark anti-israelisch oder anti-jüdisch, wie man es nennen will, erzogen worden sein. Man konnte das ja oft lesen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt und ob das wirklich ein relevantes Problem werden kann bei uns noch. Es gibt ja auch Sorgen von Herrn Dr. Schuster vom Zentralrat der Juden. Haben Sie da eine Einschätzung, was da zu erwarten ist durch diese Vielzahl auch syrischer Zuwanderer? Wenn man jetzt an Demonstrationen und andere Dinge denkt. Ja, können Sie dazu etwas sagen? Ganz herzlichen Dank. Ich frage jetzt mal in die Runde, gibt es noch Fragen? Weil das müsste dann auch so die letzte Runde sein. Eigentlich haben wir den Raum bis 16 Uhr gebucht. Jetzt wollte uns zwar noch keiner rausschmeißen, aber irgendwann müssen wir zum Ende kommen. Deswegen, wenn noch Fragen sind, stellen Sie sie bitte jetzt. Ich weiß, es fällt meistens hinterher eine Frage noch ein, aber vielleicht kommt sie dann jetzt. Eine sehe ich schon. Ja, danke schön. Guten Tag, Brandon Knowski, Österreichische Botschaft. Ich muss mich zuerst entschuldigen für meine Aussprache. Ich habe ein paar Gedanken von einer anderen Perspektive. Erstmal, von Australien ist es eine ganz andere Situation, wo wir ja viel mehr rund uns haben. Ne? Wir haben dann es ein bisschen komisch gefunden, auch mit diesem Schengen-Raum und alles, das noch gibt, aber dass die deutschen Grenzen in diesen ganzen Situationen ganz unkontrolliert waren. Das ist mein erster Gedanke. Wir haben das so ein bisschen komisch gefunden, auch wenn so wichtig in heutzutage mit terroristischen Angriffen und so ist. Auch Berlin.
Ich habe nur seit 2 Monaten in Berlin gewohnt. Und ich habe mich schon in ein paar Orten so gesehen. Und Görlitzer Bahnhof, Cottbusser Tor, ja, nicht die schönste Orten in Berlin. Aber auch doch Kreuzberg, Warschauer Straße, ich war überall in Berlin schon. Und wie kann die Polizei in einem Ort wie Berlin oder Köln mit großen Angriffen wie in Silvesternacht, wie kann die das schaffen, wenn ich aus dem Görlitzer Bahnhof aussteige und 6 oder 7 Mal Drogen angeboten wurde? Also es ist so offensichtlich, auch hier in Berlin, so offensichtlich, so diesen kriminellen Sachen. Hier offensichtlich kann man das so sehen, auch als Tourist. Und ich frage mich, ob die Polizei so mit diesen großen Herausforderungen noch hier in Berlin dann mit großen, dann viel größeren Sachen tun können. Und dann auch eine Nebenandacht ist mit den Obdachlosen. In Berlin habe ich nie in einem westlichen Land sowas gesehen wie hier in Berlin, mit so vielen Obdachlosen an die Straßen. Ich wollte auch wissen, wenn wir hören in Medien und alles, dass für die ganzen Flüchtlinge und sowas die Plätze verlieren. Ich weiß, dass nicht an einen wehrhaften Reichsstaat sowas kommt, aber das ist auch ein Nebendacht. Aber danke schön, Entschuldigung für die Aussprache. Ganz herzlichen Dank auch für diese Wortmeldung. Ich sehe jetzt sonst keine Wortmeldung mehr. Dann komme ich jetzt zur Abschlussrunde und zur Beantwortungsrunde. Frau Professor Schröter. Ja, ich möchte noch mal auf die Frage eingehen der Dame. Mit wem soll der Staat eigentlich zusammenarbeiten? Soll er eigentlich mit religiösen Akteuren zusammenarbeiten oder nicht? Und ich denke, es kommt darauf an, worum es im Einzelnen geht. Also nehmen wir beispielsweise mal den bekenntnisorientierten Religionsunterricht. Da gibt es ja mittlerweile in einigen Bundesländern, Hessen gehört auch dazu, bekenntnisorientierten muslimischen Religionsunterricht. Dafür mussten Organisationen als Partner ausfindig gemacht werden. Und das sind in Hessen die Ahmadiyya und DITIB. Da gibt es Kritik dran, weil von einigen bezweifelt wird, dass das, was da gelehrt wird, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Andere sagen, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich würde sagen, ich war bei der Einführung des Religionsunterrichtes im Hessischen Landtag dabei. Und da hat der Chef der Ahmadiyya, Herr Wageshauser, eine bemerkenswerte Rede gehalten. Er hat nämlich gesagt, eigentlich hätte es ja besser gefunden, wenn alle Kinder Ethikunterricht gehabt hätten und alle zusammen in einer Klasse wären. Aber mit den christlichen Kirchen sei das ja nicht zu machen, die würden ja auf Religionsunterricht bestehen. Also wäre es eine Frage der Gerechtigkeit für die Muslime, dass sie das auch bekommen. Und dem muss ich zustimmen, da muss ich sagen, selbstverständlich, wenn es in deutschen Schulen Religionsunterricht gibt, dann haben die Muslime ja auch das Recht. Das heißt, da ist die Neutralität des Staates dann in dieser Weise ja nicht gegeben. Deutschland ist ja auch nicht wie der französische Staat ein laizistischer Staat, sondern ein Staat, in dem es doch vielfältige Verflechtungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften gibt. In diesem Fall, wie gesagt, glaube ich, dass wir das machen müssen aus Fragen der Gerechtigkeit. In anderen Feldern sehe ich das nicht. Beispielsweise im Bereich der Salafismusprävention sind jetzt überall, auch in Berlin übrigens, muslimische Organisationen, Moscheegemeinden mit im Boot bei der Salafismusprävention. Da frage ich mich, ob das unbedingt sein muss, weil im Einzelfall, wenn man sich das anschaut, tatsächlich wer da Partner ist, dann sind das nicht immer Organisationen, die in besonderer Weise ausgewiesen wären, Radikalen etwas entgegenzusetzen. Ich sage das mal ganz vorsichtig, weil die Positionen, die dort vertreten werden, sich oft genug auch mit denen der salafistischen Eiferer überschneiden. Ja, oder weil das, was da plötzlich als Prävention gehypt wird, die Förderung von Jugendarbeit in den Moscheen, da fragt man sich denn, warum das geschlechtergetrennte Schwimmen von Jungen etwas mit Salafismusprävention zu tun haben soll. Ein Beispiel, das ich selber kenne. Da würde ich sagen,
Prävention, Extremismusprävention ist eine originäre Aufgabe des Staates. Die muss man nicht an religiöse Einrichtungen abtreten, die man dann quasi nebenbei noch miterziehen möchte. Das funktioniert oft nicht. Da würde ich sagen, ohne Not plötzlich muslimische Gemeinschaften in eine bestimmte Verantwortung zu stellen, die sie überhaupt nicht erfüllen können, ist ein falscher Weg. Da kann der Staat versuchen, die Schulen, da sind nämlich alle Kinder zusammen, als Orte sich auszuwählen und da gescheite Programme aufzulegen, die tatsächlich unter staatlicher Kontrolle sind. Andere Dinge wären Wohlfahrt, ja, die Islamkonferenz hat jetzt das große Thema Herausbildung von islamischen Wohlfahrts, eines islamischen Wohlfahrtsverbandes. Da sind auch die bekannten großen Organisationen natürlich absolut hinterher, weil sie auch gerne Geld dafür haben wollen. Aber auch da muss man sich natürlich fragen, ob all das, was da angeboten wird, Standards genügt, die wir ansetzen würden für Krankenbetreuung, für Hausaufgabenhilfe, für Jugendarbeit etc. Auch da, denke ich, sollte man nicht voreilig sagen, ja wunderbar, das machen die Muslime auch, weil wir ja auch kirchlicherseits viele Einrichtungen fördern, ob da nicht auch eher mal der Staat gefragt ist, wenn es tatsächlich um die Betreuung der muslimischen Jugend geht oder auch um seelsorgerische Aufgaben, die nicht primär religiös sind. Also von daher würde ich sagen, wenn es eine Frage der Gerechtigkeit ist, ja, Zusammenarbeit mit muslimischen Organisationen, und da kann man sicherlich keine Einzelpersonen nehmen, sondern da ist man auch auf eine Organisationsstruktur angewiesen, aber nicht die Sache nicht zu übertreiben. Der Staat muss auch Aufgaben unter seiner Hoheit behalten, weil nur dann ist natürlich gewährleistet, dass auch demokratisches Gedankengut weiter vermittelt wird und Jugend, auch die muslimische Jugend, in unseren Werten, Traditionen geschult und ausgebildet werden. Und das sollte so sein, weil auch unsere Gesellschaft wird ja davon abhängig sein, wie sich Jugendliche aus migrantischen Milieus entwickeln, ob die eine Distanz zu unserer Gesellschaft haben oder ob die sich mit unseren Werten identifizieren können und Mitglieder unserer Gesellschaft sind, auf die wir auch bauen können. Und da denke ich, das ist eine staatliche Aufgabe, die man nicht ohne Not aus der Hand geben sollte. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Eisele. Ja, ich möchte noch mal einen Aspekt aufgreifen, den Sie genannt hatten. Wenn die Straftäter ausgewiesen werden, und ich glaube, Sie haben gesagt, 10-mal wieder einreisen, dann wird das zum Problem. Das muss man natürlich dann berücksichtigen, wenn man die Grenze für Abschiebung in strafrechtlicher Hinsicht absenkt, also von einer Freiheitsstrafe auf 60, 90 Tagessätze in diesem Bereich, dann braucht man natürlich zum einen auch Verurteilung erst einmal dieser geringeren Straftaten, und dann muss das natürlich auch vollzogen werden, denn dann hat man natürlich eine größere Anzahl von Straftätern, was personelle Ressourcen bedingt und natürlich auch die Kontrolle. Wenn die nachher jedes Mal unproblematisch wieder einreisen, dann ist dieser Effekt natürlich auch relativ gering. Daher noch einmal mein Plädoyer, man muss eben die Verzahnung zwischen der rechtlichen Ausgestaltung und der Rechtsanwendung auch sehr stark in den Blick nehmen. Wenn nachher das Recht nur auf dem Papier steht, ist es letztlich relativ wenig wert. Ganz herzlichen Dank. Willkommen zu Ihnen, Herr Dr. Gattmann. Also ich beantworte erstmal die Frage mit dem Antisemitismus der Syrer. Ein Freund von mir, der ist Rabbi und hat eine Gemeinde in Berlin, hat mich angerufen nach vielen Jahren. Da gehe ich dahin. Er sagte, das war im Rahmen der Willkommenskultur. Er plant, er hat einen Kindergarten, syrische Familien einzuladen und dass die Kinder hin und her, und wollte meine Einschätzung haben. Ich habe die Einrichtung gesehen, am Tür steht Good Morning Israel. Ich habe gesagt, die alten Zeiten, wir waren politisch zusammen früher in den 70er Jahren tätig, die alten Zeiten sind längst vorbei, wo man ganz genau zwischen Zionismus und Antisemitismus unterschieden hat. Die gibt es nicht mehr. Das sind die Juden. Und das ist nicht nur in Syrien, in allen arabischen und islamischen Ländern.
Also das ist eine allgemeine Kultur. Und das findet man auch in den Zeitungen, internationale arabische Zeitungen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Diese Bedenken der Linken von damals existieren nicht mehr. Und da muss man jede Menge Arbeit leisten. Im Rahmen der Integration muss es dabei sein. Jetzt komme ich auf die Frage der Dame über, ja, die sind da, mit wem soll man reden? Und die haben von Katholiken und Protestanten, also sie übersehen einen wesentlichen Unterschied. Mit Katholiken und Protestanten redet der Staat als, wie mit Religionsgemeinschaft. Und die Frage ist jetzt hier bei den Muslimen, wo sind die Religionsgemeinschaften? Die Verbände, die wir kennen, man weiß nicht, ob sie politisch oder religiös sind. Also in dem Urteil und Einschätzung, die sind mehr politisch als religiös. Keiner von denen ist bereit, die islamische Grundhaltung aufzugeben und die Religion von der Politik zu trennen. Kein einziger Verband, außer den Alawiten. Auch nicht die Ahmadiyya. Und deshalb, was sie dort geleistet haben in Hessen, da muss man abwarten, was da läuft. Die Ahmadiyya ist genau wie der traditionelle Islam, sunnitische Islam, mit kleinen Unterschieden. Also das ist die Frage, wo sind die Religionsgemeinschaften? Für die Vertretung im besten Fall, nach allen Studien, vertreten sie 15% der Muslime. Und jetzt aber, was ich kritisiere, ist Folgendes. Der Staat hat die Initiative ergriffen und versucht, Schura-Räte zu basteln, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, alle diese Länder. Da frage ich mich, was läuft in den Köpfen der Politiker? Haben Sie unser Grundgesetz nicht gelesen? Das ist nicht Ihre Aufgabe. Das ist alles in der Verfassung geregelt. Sie müssen das lassen. Und jetzt haben wir in Niedersachsen, die haben eine Vertretung gebastelt, auf Ärger, die anderen Verbände sind auch sauer, weil DITIB hier den größten Teil sich angeeignet hat. Und die wollen an den Schulen Gebetsräume einrichten. Da frage ich mich, wo leben wir hier? Wo ist die Staatsneutralität? Wo sind die Gerichtsurteile? Nee, Berlin hat es versucht, wir haben Gerichtsurteile. Trotzdem, wir schreiben Verträge. Die ganzen Verträge, die Sie abgeschlossen haben mit diesen Vertretungen, können Sie wegschmeißen. Die sind nicht ihr Papier wert, weil sie alle ungesetzlich sind. Und das ist, was ich moniere. Und wenn man sich an die Rechtsstaatlichkeit hält, dann sind die Verbände gezwungen, sich zu bemühen, um sich an uns anzupassen und nicht das Gegenteil. Ganz herzlichen Dank. Der Kollege Selle hat noch eine Ergänzung und ich hatte ihn eben übersehen. Das ist nicht das Schlusswort. Nein, gar nicht. Es geht auch ganz kurz. Ich ahne es auch schon, aber ich würde gerne den Herrn Gadban bitten, noch mal ganz deutlich zu sagen, was die Selbstverständlichkeit in den Zeitungen, in den arabischen ist. Das haben Sie nur angedeutet, aber ich würde es gerne noch mal ganz deutlich hören. Ja, das Problem für die Araber ist immer Israel. Nehmen wir der Chefredakteur von Al-Hayat, Al-Khazin, der redet immer von den Juden. Niemals erwähnt er Zionisten und so weiter. Das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, weil der Islamismus, der sich überall ausbreitet hat, der redet von den Juden. Und die Feindschaft gegenüber den Juden ist im Koran verankert. Die werden im Koran als Schweine behandelt, gekennzeichnet. Und das ist die Kultur, die sich verbreitet hat mit dem Islamismus, überall in den islamischen Ländern. Früher mit den Demokraten unter Abd al-Nasir zum Beispiel, da hat man noch unterschieden. Als Sadat kam, Sadat hat die Scharia eingeführt. Dann hatten wir eine andere Stimmung. Also um ein Beispiel zu nennen, ich kann jede Menge Beispiele nennen, dann bleiben wir hier eine Woche lang sitzen. Gut, verstehen Sie, also das ist kein Geheimnis. Das sind öffentliche Selbstverständlichkeiten geworden. Ohne es zu merken, niemand stellt die Frage. Und von der anderen Seite, die Verteidiger von Israel, die haben alles gemacht, um diesen Unterschied zwischen Zionismus und Antisemitismus zu verwischen. Die haben alle Leute, die den Zionismus kritisiert, als Antisemiten abgestempelt. Also von beiden Seiten
gibt es diese Nuancen nicht mehr. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, wir könnten wirklich hier noch Stunden, vielleicht nicht Wochen sitzen. Aber Sie sehen, wie groß dieser Bogen ist, den man bei dem Thema schlagen muss. Wir wollten einen kleinen Ausschnitt beleuchten. Köln und die Folgen wehrhafter Rechtsstaat. Und aus diesem kleinen Ausschnitt ist fast ein weltpolitischer Bogen geworden. Nichtsdestotrotz werden wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen, werden auch wieder Rat und Information und Expertenwissen einholen. Ich bin nicht Thomas Strobel, sondern Patrick Sensburg, darf mich aber im Namen von Lisa Winkelmeier-Becker und Thomas Strobel und von allen anderen Kollegen, Heribert Hirte, Kollege Selle ist da und alle anderen Kollegen, die da waren, ich glaube, jetzt habe ich keinen übersehen, die noch im Raum sind, aber von vielen Kollegen grüßen und Ihnen versichern, dass wir das, was wir heute diskutiert haben, das Feedback, was wir gekriegt haben, aber auch heute gelernt haben, berücksichtigen, ernst nehmen und weiter auf der Agenda haben. Wir haben ja schon einen Prozess beim Thema Parallelgesellschaften, Paralleljustiz in der Fraktion der CDU/CSU in den letzten Jahren angestoßen. Der hat noch nicht so gefruchtet, wie wir uns das wünschen würden. Im Justizministerium, also im BMJV, haben wir sogar eine Stelle etabliert im Haushalt, die sich jetzt seit 2012 mit dem Thema Paralleljustiz beschäftigen sollte. Leider ohne große Erkenntnisse, weil diese Stelle weitestgehend mit anderen Themen betraut wird. Es ist mehr als schade. Also von daher, wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo wir wirklich intensiv, ich habe das ja auch mehrmals betont, ohne das Pendel jetzt nach einer anderen Seite zu sehr ausschlagen zu lassen, aber mit offenen Augen die Probleme, wie sie vielleicht jahrelang nicht hinreichend betrachtet worden sind, zu betrachten. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Professor Schröter, Herr Professor Eisele, Herr Dr. Gartbahn und allen, die hier waren, mit uns diskutiert haben, ganz herzlichen Dank und einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Applaus